nicht funktionuckeln würde. Oder was meint ihr? Und damit, hallo YouTube, hallo Grabwächter, hallo meine lieben Freunde auf Twitch. Schön, dass ihr dabei seid, wie auch immer ihr dabei seid. Es geht weiter mit Vampire Storm 2. Wir haben unsere wunderbare Gruppe mit einem Vampirlord bestückt und sind auf der Suche nach, ich weiß nicht mehr was, doch, wir sind in Asran, heißt die Stadt, glaube ich. Und nicht zu verwechseln mit Aslan, den Löwen aus Narnia. Und wir versuchen hier natürlich dem Traum nachzugehen von Valnar. Das Ganze ist in den letzten paar Folgen passiert. Hi! Ach, das sieht auch gar nicht mehr so schlimm aus mit dem Hai. Sehr schön. Sagt nur nichts, das Hai macht aber nichts. Wir werden nochmal eben ein bisschen was wegheilen. Dafür nutzen wir aber einen Zauber. Okay, und dann lass uns mal hier weiterschauen, wie es denn hier weitergeht. Denn wir haben ganz schön auf den Keks gekriegt. Tja, das war wohl ein kurzer Spaziergang. Hier kommen wir wohl nicht weiter. Und was jetzt? Wenn euch das zu leise oder zu laut ist, dann sagt bitte Bescheid. Ganz einfach. Wir hören auf diesen Genie und schnappen uns jemanden für die Folterkammer. Scheint wohl so, als wäre das nun das Einzige, was wir noch tun können. Was meinst du, Valnar? Valnar! Oh, wieder eine Cutscene, interessant. Ah. Was ist los? Man sollte es öfter seine Gedanken lesen, Elaine. Wir können nichts dafür, dass du unsere nicht lesen kannst. Naja, was will man da noch von einem was will man schon von einem Vampir der dritten Generation erwarten? Hört auf, in meinen Gedanken zu lesen. Das glaubst du doch selber nicht. Du bist eine Gefahr für uns. Was ist denn nun los? Frag doch Asgard, den kleinen Gedankenspion. Unser kleiner Valnar hatte irgendwie eine Vision von Vincent Venard. Sehr auffällig. Was soll das heißen? Dass du wahnsinnig wirst, das soll es heißen. Hört doch endlich mal auf, euch zu streiten. Was für eine Vision hattest du? Es gibt hier einen Geheimgang. Dann benutzen wir ihn doch. Wir sollten ein Auge auf ihn werfen, Elaine. Ich habe keine Lust, irgendwann von ihm im Wahn abgestochen zu werden. Der einzige Wahnsinnige bist du hier, Asgard. Verflucht doch mal, übernehmt euch doch endlich. Gehen wir in diesen Geheimgang. Erst gucke ich mal, ob es Loot hier gibt. Hier ist ein lockerer Stein. Was für Überraschungen werden uns noch erwarten? Das werden wir gleich sehen. Tja, zumindest schattenhafte Geister. Ist das ein Feind? Will der uns töten? Kann der was? Wir gucken mal. Feinde lauern uns auf, ja. Das ist korrekt. Können die auch was? Oh, einsichtiger Kürz, sehr schön. So richtig was können ist ja, sieht auch anders aus. Naja. Mehr. Nee. Ah, hör auf, unsere Leute zu hauen, du Idiot. Das macht man nicht. Außerdem. Okay. Außerdem habe ich heute eine Überraschung für den Chat. Ich habe nämlich wieder ein Key als Giveaway zu geben für ein Spiel. Was auch schon auf dem Kanal war. Hör auf, die ganzen Leute zu hauen! Das macht man nicht! Ich glaube, ich sollte da mit meinem Licht die Leute erledigen. Das sind ja Geister in irgendeiner Form. Wir zaubern mal schwache Heilung auf unseren Vampirfreund, wenn der hat nämlich gar keinen Bock mehr. Außerdem, aua, Asgard, hör doch mal auf damit. Wir sind doch sowas ähnliches wie Freunde. Blaues Licht. Das ist schon besser. Natürlich blöd, dass alle blind oder blöd sind gerade. Komm schon, Asgard. Du musst dich nicht selber hauen, das ist doch Quatsch. Vampirlord, go! Ich weiß es nicht. Geister sind gefährlich anscheinend. Geister sind wahnsinnig gefährlich. Verdammt!
sind nur zwei Gegner und eine Vierergruppe braucht so lange für die. Wir sollten da besser aufpassen. Lernt der Lord noch Zauber? Ich glaube, der Lord selber lernt auch Zauber, ja. Aber das werden wir wohl rausfinden, wenn das Spiel weiter fortschreitet. Erstmal gucken, dass wir nicht in Raserei gelangen und trotzdem ein bisschen was an. Bisschen was an Heilung bekommen. Und natürlich, wie immer, Wandkuscheln gerade. Irgendwie stört mich heute meine Kopfhörer. Boah, leck mich doch! Gestern schon den ganzen Tag so lange aufgehabt. Daran liegt vielleicht. I don't fucking know. Kiste! So, wo ist der Wandlot? Wo ist der Wandlot? Ich höre dich, ich sehe dich, ich weiß, dass du da bist. Du kannst dich nicht verstecken, Wandlot. Schon wieder. Dieses Buch. Unglaublich. Sir Vincent, hier ist das Lachsenkraut, das ich euch besorgen sollte. Ah, ich danke euch, Elaine. Damit kann ich den Heiltrank fertigstellen. Die Menschen in Asran brauchen meine Heilkünste. Als Priester hat man eben einen wichtigen Stand. Wir sind alle dankbar, dass ihr hier seid. Oh Gott, ich bin nicht dankbar über meine Kopfhörer heute. Leck mich. Leck mich, Kopfhörer. Komm schon. Spiel jetzt mal mit hier. Aua. Was besser. Und ich bin dankbar, eine so fähige Assistentin zu haben. Ohne euch wäre meine Arbeit viel schwieriger. Ich danke euch. Könnt ihr mit dem Buch etwas anfangen? Deine Gedanken machen mir Sorgen. Ich habe alles vergessen. Ich kann mich an nichts mehr erinnern, bevor Vincent mich mit einem Fluch belegt hatte. Vielleicht finden wir noch mehr heraus, wenn wir uns umsehen. Es scheint, als würde dieser Ort Walnas Wahnvorstellungen verstärken. Das macht mir Angst. Das macht mir auch Angst. Vampire haben keine Wahnvorstellungen. Ich meine, aber... Treppe. Vampire haben schon Wahnvorstellungen, das wollte ich nicht sagen. Vampire haben aber eigentlich keine Visionen von anderen Leuten. Das ist unheimlich. Wo ist der Wandlot? Wo ist überhaupt irgendein Loot? Hallo? Irgendjemand? Entschuldigen Sie? Upp, Treppe. Das Säbelchen können wir auch nicht mitnehmen. Ich frage mich, ob da noch was kommt. Oder ob noch Gegner in der Nähe lauern. Hallöchen. Ich bin's. Die Musik ist auch so trist. Und, oh, da sind wieder welche von den Idioten. Aha! Aha! Okay. Die kommen zwar hier in die Zelle rein. Hopp, aber wir kommen ja nicht weiter. Natürlich möchte ich mich hier gerne weiter umgucken nach Loot, keine Frage. Naja, der Loot wurde in VD-Einstellung geplündert, ist ja nicht unbedingt richtig, weil hier konnten wir ja noch nicht sein im ersten Teil, Vampire's Dawn. Das ist jetzt ein Geheimgang, den sind wir ja gar nicht gegangen. Also müsste folglicherweise Loot noch vorhanden sein. So ist zumindest meine Logik. Nimm mir nicht mein Loot. Unfair. Au! Auf damit! Komm schon. Die Kämpfe sind im Moment... Die ziehen sich auch so heftig, weil einfach... Okay, der ist verwirrt. Die Kämpfe ziehen sich auch so heftig, weil einfach die... Wir haben so wenig Geschick, dass die Kämpfe schnell und flüssig funktionieren. Ah, auf mich zu hauen! Du bist mein Diener, du darfst mich gar nicht verletzen. Hast du denn das Vampir-Regelbuch nicht gelesen? Was soll das? Ich finde es überhaupt gar nicht mehr schlimm, dass hier der Greenscreen hinter ist, weil das ist ja eigentlich soweit ganz cool in dem Fenster hier drin. Deswegen geht das einigermaßen. Ich kann übrigens auch den Horror-Hintergrund machen, der ist ja nicht so blau. Moment mal. Moment! Das glaube ich ein bisschen besser an der Stelle, wenn ich das nicht unbedingt in... So ist besser. So ist besser. Dann ist das ein bisschen mehr Vampire's Dawn angelegt, oder? Was meint der Chat? Sicherlich. Entschuldigung. Das sind so Feinheiten, die man da noch einstellen kann. Asuka erreicht Level 1. Erreicht Level 11! Level 11, nicht Level 1. Heilfiole gefunden. Sehr gut. Sonst noch irgendwelche Loot? Offensichtlich nicht. Naja, die Kämpfe sind auch wichtig.
Zumindest für den Moment. Darunter möchte ich anscheinend nicht. Zumindest sehe ich nichts Offenkundiges, warum ich darunter gehen sollte. Vielleicht gibt es da Fallen auch. Also eine Statute gibt es hier, sehr schön. Und man kann hier halt Treppen steigen. Auch schön. Features. Schon wieder so ein Typ. Unbedingt auf unser Leben aufpassen. Haben wir Blutfiolen? Wir haben noch einen Lebensankt dabei. Okay. Und nun, dann ist Elaine jetzt halt für die nächsten Kämpfe halt rasend. Macht doch nix. Noch nicht, aber gleich. Sagen wir mal so. Hey, da ist ein anderer Geist dabei. Der hat eine andere Farbe. Was kann der? Zwei der Geister. Aua! Jetzt haben wir sie alle blind. Nicht gut. Oh, die Kämpfe sind schwer! Schwierigkeitsgrad! Hilfe! Au. Komm schon! Komm schon! Wir müssen jetzt gut treffen. Ich meine, wie kann man den Vampir blind machen? Seine anderen Sinne müssten so stark sein, zumindest jetzt von den erste und zweite Generation, dass Blindheit immer kaum irgendeinen Ausschlag machen sollte auf das, was mit den Charakteren passiert. Ist so zumindest meine Meinung dazu. Aber die kann natürlich auch nur fehlgeleitet sein. Aber was meint ihr dazu? Ich meine, na gut, das sind jetzt Geister. Aber im Normalfall... Auf damit! Im Normalfall sollte man... Alles, was einen Puls hat, sollten die einfach merken in der Umgebung. Sagen wir mal so. Also Tiere... Alles, was Blut hat. Dürften die nicht verfehlen. Aber... Ich habe das Spiel nicht programmiert. Und im Normalfall treffen die Vampire ja auch ganz gut, wenn sie Lust haben. Ich krieg die Flasche nicht auf. Ich hab Durst. Komm schon! So, naja. Zumindest kriegen wir auch nicht viel Schaden von den Leuten, die da rumrennen. Daher geht's ab. Habe ich Camilla am Auge. Ich hoffe, das geht besser. Klatsch, 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 klatsch. Auf geht's. Come on. Let's twist again. Apropos, again twisten. Nur am Rande. Höchstwahrscheinlich, mit höchstwahrscheinlicher Wahrscheinlichkeit, das werde ich heute Abend noch festlegen, werde ich morgen relativ lange streamen. Ich denke mal so ab, weiß ich nicht wie viel Uhr. Denn? Ja, solange es hilft, so sieht's aus. Denn ich werde morgen in einem durch Silver spielen. Wut erlernt, okay. Wut brauche ich nicht erlernen, ich bin immer wütend. Da! Ah! Seht ihr? Werde ich in einem durch Silver spielen. Das ist zumindest mein Plan. Dass ich das in einer Session durchmache. Das sind ungefähr 5 Stunden. Aber ist mein Lieblingsspiel und es wurde gefragt. Und ich sag, natürlich mache ich das. 100 Pro. Also bereitet euch morgen auf einen langen Sonntag vor. Und da, es wird nicht abends sein. Es wird irgendwie ab 16 Uhr vielleicht starten. Vielleicht ab 18 Uhr. Damit ich auch nicht zu spät ins Bett gehe, falls ich doch eine Stunde länger bräuchte. Falls ich eine Stunde länger bräuchte. Noch mehr von den Idioten. Elaine ist schon rasend. Ah, ich schmeiß das ganze Geld zum Fenster raus, ey. Na, wir müssen jetzt kämpfen. Ich hab keine andere Wahl. Ja, ich freue mich auch. Wie gesagt, mein absolutes Lieblingsspiel. Die Dialoge. Par excellence, sagt man auch. Guten Abend, Dreher. Ah, nein, treffe ich den Vampir, Leute. Bist du verrückt, Walter? Achso, wir können mal eben die Wut sprechen. Ich denke, das ist eine ganz okay Idee. Und hier, Elaine ist rasend, da wird nicht viel bei rumkommen. Und der ist doof und der ist rasend. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich würde ja vielleicht Dreher. Trifft einen Gegner, macht ihn rasend. Okay, gut. Verfehlt, naja. Wir können mal eben ja den Chat nochmal in Kenntnis setzen, ab und zu, nachher vielleicht. Morgen gibt's nochmal einen Stream, hab ich gerade gesagt. Eieieiei. Klatsch, 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 klatsch.
Irgendwie hast du neue Gesprächsstoffe mit deinem Betreuer. Das freut mich natürlich. Oh Gott, ich weiß nicht, was ich machen soll. Mit meiner Asgard noch Leben. Aua, hör auf damit! Elaine hat noch 16 Leben. Wenn sie jetzt gleich von Valna getroffen wird, war es das für sie. Aber es freut mich, wenn man sich hierüber über Dinge unterhalten kann. Das finde ich sehr schön. Treff den doch jetzt mal! Ah, ich werde mich nicht zurückziehen! Ich werde sterben. Gott, ich werde sterben! Die ganze Zeit, die ich jetzt verbraucht habe, um hier hinzukommen. 10 Minuten gehen hier gerade drauf. Komm schon! Oh mein Gott. Ich hoffe, wir kriegen die Gegner erledigt. Auch wenn dann die beiden wunderbaren Vampire keinen... Ah! Da! Elaine, komm schon, triff den richtigen. Elaine, nein! Nur noch der Vampirlord lebt! Jetzt gilt es! Töte ihn! Zeig, aus welchem Holz... vierte Generationsvampire gemacht sind, weil der Rest ist. Meh. Oh nein, ich bin verwirrt. Jetzt hau ich mir noch selber tot. Oh Gott. Oh Gott. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Ein paar Sekunden im Game. Zwei Kämpfe gemacht. Alle Vampire zu doof zum geradeauslaufen. Ah, ich hasse die Anfänge. Ich hasse das. Der Schwierigkeitsgrad ist aufs Maul. Leck mich doch! Ja! Avosel! Hat keinen Bock, dass ich gewinne. Shit, jetzt kann ich mir die ganzen blöden Dialoge wieder reinziehen. Oh Mann. Das tut mir natürlich jetzt leid an der Stelle, aber ihr habt ja zum Glück jetzt die kleinen Stream-Games und dies und das und keine Ahnung. Ah, oh Gott, das geht mir so auf den Keks, ne? Nicht gut. Warum sind die so stark? Und warum treffe ich die nicht? Chaos, bist du zufälligerweise in der Discord-Gruppe? Nein, oder? Ich habe vorhin ein Horrorgame rausgesucht. Ich werde nämlich, ich weiß ja nicht, ihr seht ja vielleicht SCP im Moment. Ich weiß nicht, ob SCP noch Einklang hat. Eventuell, wenn ich richtig Bock habe, mache ich für die nächste Woche auch White Day. White Day, ein koreanisches Horrorgame à la Dreadout, nur halt ohne Kamera, so wie ich das heißt, aber mit einem ähnlichen Thema. Nämlich der Subtitle oder der Nebentitel für White Day heißt Labyrinth Named School. Also ein Labyrinth, was Schule heißt. Und das sieht richtig übel aus. Das sieht richtig übel aus. Ich meine, zur Not könnten wir auch das nachher machen. Ich weiß nicht, ob ich das im Stream machen will. Vielleicht, maybe. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das wäre auch eine Möglichkeit. Da müsste ich das aber jetzt gleich wissen. Eigentlich hätte ich vor, was anderes zu machen. Und ein anderes RPG zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob RPG im Moment nicht schon zu viel da ist. Und wir das nicht an anderer Stelle machen sollen. Horror finde ich eine gute Sache. Chat! Nachher ein neues Horrorspiel? Ja, ja, yay oder nay? Ich muss das jetzt wissen. Ja, die Trailer sind Hammer von dem Ding. Okay, tut mir leid, YouTube, da könnt ihr gerade nicht mitmachen. Aber ich denke mal, fetten Horror wär auch mal wieder nicht schlecht. Ist so meine Idee. Oh mein Gott.
Da kann ich nicht schlafen. Ja, aber ich denke allgemein ist es im Stream cooler, Horror zu machen. Gut, dass ich das gemacht habe. Wir sind alle blind, ja! Blinde Vampire, jetzt im Kino und auch auf ihrer Leinwand gerade zu Hause. Ah, die besten Vampire sind die, die nichts sehen, die Augen zumachen und schlafen können. Für immer. Komm schon, das ist ein Geist, Mann! Spiel nicht mit meinen Gefühlen, Geist! Klatsch, 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 oh Mann. Eisschaden! Ich frag das gleich nochmal eben mal eine bessere Hälfte, denke ich. Moment. Ah, okay. Siehste? Wieder was gelernt, interessant. Aber das ist ein koreanisches Horrorspiel, aber ich denke mal, cool. Ja, wollte ich schon gerade sagen. Vielleicht hat das was mit dem Brauch zu tun. Oder auch nicht. Aber auf jeden Fall sieht es sehr heftig aus. Und wenn du sagst Mädchen und Jungen, kann das natürlich irgendwie interessant sein. Aha. Ich frag mal eben gleichzeitig hier meine bessere Hälfte. Bessere Hälfte, Sun. Wir überlegen gerade, ob wir nachher das neue Horrorspiel White Day machen nach diesem, nach Vampire's Dawn. Was sagst du denn dazu? So, das ist ganz einfach, ist der. Deshalb ist es in Harvest Moon wohl auch. Ja, in Harvest Moon gibt es das auch, das stimmt. So, gleich sind wir wieder durch mit dem, was sie alle schon gesehen haben. Tut mir leid nochmal an der Stelle, aber ich bin schlecht. Ich werde dich auch nochmal speichern anscheinend. Oder nochmal rausgehen, Blut tanken. Oder andere Dinge tanken. Ja, wenn bessere Hälften Sun gleich zu Hause ist, dann kann sie da mal drüber, dann kann sie da mal reinhören. Und dann kann sie uns die Antwort dazu geben. Und ihr könnt mir natürlich auch noch gleich Antwort geben. Ich weiß nicht, ob ich dafür. Ich könnte über den Abend auch meinen Bot fragen, was er dazu sagt. Und eine Abstimmung machen. Aber erstmal Vampire's Dawn und erstmal weiterkommen an der Stelle, wo wir jetzt gerade gescheitert sind. Leider durch mich. Durch mich und mein Vergehen. Das tut mir sehr leid. Das Geheimnis. Die Geheimnisse sind random. Da war gerade was anderes drin. I know that. Hi, Knopf dat. Oh, Säule. Okay. Hier wollte ich mal gucken, ob hier nicht noch irgendwas ist. Nein, okay. Da war auch nur ein Heiltrank drin oder sowas. Trotzdem machen wir den Gegner für die Erfahrungspunkte. Hier sind wir auch noch nicht gestorben, sondern da hinten. Wir sollten die alle mitnehmen. Diese ganzen Idioten da. Müssen wir mal gucken. Außerdem müssen wir doch vielleicht bei Elaine mal einen Feuerball oder so lernen. Vielleicht hilft das dann doch ganz gut, um mal... Ah, Aska, Mann! Um dann vielleicht doch zu sagen, hey... Wir können ein bisschen mit Blut um uns mit Magie um uns schmeißen. Mit Blut wäre böse. Komisch. Du willst das andere WLAN wieder haben. Okay. So schlimm. Hört auf, euch gegenseitig zu massakrieren. Seid ihr zu dritt verwirrt? Och, Leute. Komm schon. Hört auf, euch zu massakrieren! Das ist schrecklich! Ihr seid doch Freunde! Egal wie verwirrt man ist, man sollte wissen, wer seine Freunde sind. Wenigstens so halbwegs. Meiner Meinung nach. Jetzt bin ich auch noch verwirrt. Diese Geister machen mich extrem aggressiv. Ich meine ja nur. Wir werden wieder sterben. Flucht gescheitert. Flieh! Flucht gescheitert. Verdammt nochmal, haut ab! Flucht gescheitert! Das ist ein Geist!
Nein, 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 nein. Das ist der Wahnsinn. Die machen uns fertig, weil wir uns nicht wehren können gegen die Statuseffekte. Das ist lächerlich. Flucht gescheitert. Verdammt nochmal, lauft weg! Kann doch wohl nicht wahr sein! Meine Güte! Was sind das für Vampire heute? Ich weiß, die Schwierigkeit gerade ist aufs Maul, aber... Oh Gott, ich muss den Vampirstein nutzen. Okay, come on! Let's twist again! And again! And again! And again! And again! And again! And again and again! Und wieder Löffelmörder! Blutfiole, okay. So, diesmal ohne Versagen, Gruppe! Wir sind Vampire! Wir sind stark, wir können das! Auf geht's! Sind vielleicht heute eher Vampire, die in der Sonne glitzern. Du sagst es! Aber es ist nicht so schlimm. Wir dürfen nicht so salzig und wir dürfen nicht so sauer sein. Wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das hin. Ich meine, mit Magie geht's ja sogar. Die können ja nichts. Wir dürfen unseren Vampirlord nicht töten. Das ist wichtig. Das ist auch das Einzige, was interessant ist. Alles andere ist mir egal. Wollen die halt ein bisschen Schaden machen, die Typen. Au. Verfehlt! Ich glaube, ich brauche bessere Waffen. Aber die Geister haben wahrscheinlich auch hohe physische Verteidigungskräfte. Dankeschön. Kein Grund, diesen hier zu machen beim Freuen. Kein Grund dafür. Es gibt keinen Grund, sich so zu freuen. Ich freue mich ja auch nicht so. Sollte ich mehr machen, ich weiß. Ich sollte happy und fröhlich sein und glücklich. Aber es macht mich so salzig. Es ist so salzig heute. Salty as hell. Meine Güte, da. So, wie sieht's aus? Könnte besser aussehen. Aber wir werden trotzdem speichern. Ich werde mich jetzt hier durchboxen. Komme, was wolle. Auf geht's. Blaue Kiste, go. Heilflasche erhalten, okay. Noch mehr von den untoten Typen erledigen? Okay. Von ihm bei allen guten Dingen. Warum Geister? Können wir nicht gegen irgendwas. Können wir nicht gegen Hasen kämpfen oder sowas? Die können wir wenigstens aussaugen. Jetzt ist der verwirrt und haut sich selbst. Das ist wirklich verwirrend. Kannst du bitte sterben? Fuß für mich, dankeschön. Elaine macht heute den fortgeschrittenen Kurs in Erste Hilfe, wie es aussieht. Ich weiß, Hasen sind gefährlich. Seit Quest for Glory weiß ich das. Ich weiß, dass Hasen fast so gefährlich sind wie Abuse selbst, aber... Auch nur fast. Asuka hat all sein Blut verloren. Vielleicht wäre ein Mage besser da unten. Ja, der kann ja wenigstens mitheilen, sehe ich auch so. 600 Seele erhalten. Der Lord erreicht Level 10. Aber sollen wir wirklich nochmal zurück? Ich meine, mit Zuflucht würde es fast gehen. Wir verlieren ja dann keinen Meter. Aber ja, ich will das durchziehen. Naja gut, komm, wir machen mal eben Zuflucht. Kostet ja nur 13 Mana. Ja, Minap, the Beten, ausruhen, go get it. So, ich bin sehr gespannt, was das genau heilt. Und ob das... Blut kann es ja eigentlich nicht heilen. Die LP der Gruppe wurde komplett geheilt, ja. Weil Blut kann es nicht heilen. Ich bin rasend. Das freut mich. Speichert, Antidot, ha. Ha. Ah. Oh mein Gott, Geld. Meister, 2376 Filar.
So, du kannst erstmal nackig bleiben. Perfekt. So, mein kleiner Vampirlord, du gehst wieder nach Hause. Auf dich habe ich keinen Bock mehr. Ich wollte schon immer mal eine Vampirkriegerin mitnehmen. Die sehen bestimmt cool aus. Okay, zumindest sehen die hier cool aus. Ich mag die roten Augen von denen. Die können nur Blut saugen. Haben extrem wenig Blut. Leben geht so. Was rüsten die denn aus? Ein Schwert? Man rüstet ein Schwert aus. Was meint ihr? Soll ich eine Magierin mitnehmen oder soll ich einen Mage mitnehmen? Also einen Magier oder einen Krieger mitnehmen? Ich glaube, der Lord selber ist doch zu wertvoll und taugt im Moment nichts. Ich habe gerade überlegt, wie ich an Blut komme. Entschuldigung. Wir haben doch eins der Kinder der Apokalypse befreit. Das müsste doch hier rumrennen. Da kommen wir doch wahrscheinlich an Blut. Mal eben rumgucken. Wenn wir schon mal hier sind. Das müsste es ja geben. Ich weiß noch nicht, wo der rumläuft. Das ist ein Vampir-Lord, der hier rumrennt. Sehr schön. Was hast denn du so? Ist alles okay? Es gibt kein Entkommen für unsere Feinde. Wir werden sie vernichten. Ah. Ich hoffe, ihr seid zufrieden mit meinen Produkten. Natürlich, wir sind hervorragend. Das ist gut. Ich freue mich, wieder Geschäfte mit Vampiren zu machen. Nice! Ein Dieb hat uns richtig schon Geld gebracht. Sehr gut, also doch kein... Schade, ich dachte, wir nehmen mal einen Krieger mit. Aber wahrscheinlich ist der Mage wirklich besser. Obwohl halt die Problematik, sie bekommen kein Blut da unten. Ich nehme den Krieger mit. Auch wenn sich das jetzt blöd anhört und ich mich eurem Wort widersetze. Aber es ist wirklich so, was wollen wir mit dem Mage, der mir einfach nur ohne Ende Blut kostet? Gespeicherte Ohren. Der uns einfach nur ohne Ende Blut kostet. Aber wir das Blut nicht haben. So, wollen wir mal gegen den kämpfen. Mal gucken, was bei rumkommt. Ja, kann man auch mitleben mit so einer Vampirmagierin. Sieht ein bisschen aus wie Xena. Mit Untot. Verdammte Axt, aua! Zur Hölle mit euch, ihr Drecksviecher! Ich will nicht Blut saugen. Weiß das mal. 8 Schaden! 8 Schaden! Wow! Wir nehmen doch die... Ach, ich weiß auch noch nicht, was ich machen soll. Oh nein! Elaine ist verwirrt. Ich meine, cool hauen tut die ja, aber... Spaß machen ist doch was anderes. Ein Volltreffer, ja. Naja, wir haben genug Geld für Bluttränke, also können wir gleich nochmal nach Hause gehen. Oh mein Gott, nicht sterben, Vampir! Nicht sterben, Vampir! Nicht sterben! Egal, ob du jetzt kacke bist oder nicht. Du bist trotzdem wertvoll, denn entweder bist du Geld oder du bist ein Kämpfer für meine... Oh, boah, haben wir viel Damage gekriegt. Holy hell! Nicht okay. Gut, dass ich so entschlossen bin! Auf zur Batcave! Ja, wir sind voll müde nach einem Kampf. Oh Gott, oh Gott. Also übrigens, ich bin im Moment wieder der Stream-Boss. Ich meine ja nur. Sollen wir uns ausruhen? Nein. Wir müssen weiter. Wir müssen den Krieger loswerden. Dem ich jetzt erstmal wieder eine. Ich weiß nicht, ob ich die Ausrüstung wirklich wegnehmen muss oder ob ich die automatisch ins Inventar kriege. Kein Plan, deswegen mache ich das jetzt so. Das mit dem Blut geht mir auf den Keks, ey. Naja. Na, das stimmt wohl. Dann wieder eine Magierin. Die ist auch süß. Sonnenschutzmantel kriegt sie auch, weil sie so süß ist. Und ja, wir kriegen auch relativ viel Geld. Wie viele Seelen haben wir denn eigentlich?
44 Seelen. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt entweder eine Rune oder wir bauen jetzt einen neuen Skill. Was meint ihr? Rune oder Skill? So am Rande, wenn man euch fragen würde, jetzt an dieser Stelle. Einen neuen Skill oder eine neue Rune? Aber erstmal muss ich ein bisschen einkaufen bei Lord Mandrake. Skill. Echt? Ah, wisst ihr mehr als ich? Lohnt sich für den Ruhm wahrscheinlich noch nicht wirklich. Wir haben nichts und wir sollten die wahrscheinlich sparen für heftige Zauber. Okay. Dann gucken wir uns nochmal die Skills an. Wir können geheime... Das finde ich total doof. Das möchte ich nicht haben. Überhaupt gar nicht. Also lassen wir das raus. Wir können besser Blut saugen. Wir können unsere Angriffskraft erhöhen, unsere Intelligenz erhöhen, unsere Verteidigung erhöhen, unsere Geschwindigkeit erhöhen, unser Jagen erhöhen, was uns Blutflaschen und Felle gibt, wenn wir kleine Tiere jagen. Wir können herumliegende Gegenstände besser finden. Auch das brauchen wir nicht, weil ich klicke sowieso alles an. Wir können unsere Heilungsrate erhöhen. Finde ich auch dämlich. Also gibt es noch Fledermausverwandlung. Geschwindigkeit der Diebe beim Klauen ist natürlich cool. Kartenlesen ist ganz cool. Entschärfen von Fallen ist cool. Mehr Steuern ist cool. Und die Sprache zu verstehen der Elras, glaube ich, damit wir diese Rezepte lesen können, oder die alte Sprache, damit wir diese Rezepte lesen können, damit wir mehr Runen herstellen können. Liegt in eurer Hand? Einfach irgendwas sagen. Alte Karte oder weiß ich nicht was oder links 1 oder so. Mir völlig egal, wie ihr es schreibt. Alte Sprache. Sprache. Karten sind auch cool. Ja, alte Sprache. Fünf, vier, drei, zwei, eins. So. Wir haben etwas über die alte Sprache gelernt. Das heißt, wir können theoretisch diese Rezepte lernen, ja? Rezept lähmender Frost gelernt, okay? Rezept Blendblitz gelernt, okay? Rezept Klugheit gelernt. Ja, und das, ja, das, was hat, ja, das hat, den Skill hatte ich aber vorher schon. Kein Ding. Haben die Diebe wieder was geklaut? Ich weiß, ich bin jetzt super früh wieder da gewesen. 128 Filar. Die sind relativ fix beim Klauen. Wenn ich das mal so sagen darf. Das heißt, umso mehr Diebe wir finden, umso besser. Und ich weiß nicht, warum ich das Schloss latschig muss, nämlich das machen. Und auch dort ist dann wieder ein Gegner, der leider spawnt. Denn das ist leider immer so, wenn wir hin und her porten, dass die Gegner wieder da sind. So viel oder... Nehmen... Okay. Maybe gucken. Ah! Ring der Sicht. Oh, bitte was Cooles. Schutz gegen Blindheit und geblendet. Ja, du machst das, Walnar. Du musst nicht geblendet werden von niemandem und von nichts. Das ist nicht nötig. Und ob wir hier die ganzen Gegner nochmal weghauen, ist auch die Frage. Zumindest hauen wir die in unserem Weg sind, um. Zwei Stück, kein Ding, schaffen wir. Wir können nicht mehr geblendet werden mit Walnar. Jetzt aber. Ach, guck mal, wir können jetzt neue Sachen machen. Wir können eben noch schwarzer Rauch. Und, natürlich diesen coolen Frost- und Eisball mit der Magierin. Die ist schon ganz cool, wenn man die gut beschützen kann. Versteht sich. Die machen ganz schön Damage. Oh, die machen pro Hit machen die 33 Schaden plus. Das ist hammer viel. Das ist nicht okay. Das ist wirklich nicht okay. Das sind viele Chips, die wegreißen mit einem Schlag. Zwar nicht bei jedem, aber zumindest bei Walnar. Ich jetzt nochmal heilen werde. Ja, ich glaube, die Magierin ist cool. Ihr habt recht. Was sollen wir uns da großartig drüber aufregen? Das ist totaler Quatsch. Achso, Ton ist in Ordnung. Nicht zu leise, nicht zu laut. Hoffe ich zumindest. Ja, null Schaden. Gut, im Nahkampf ist er natürlich nicht zu gebrauchen.
Aber deswegen steht sie ja auch hinten. Wobei ich mich frage, stand die Kriegerin auch gerade hinten oder stand die vorne? Wenn die natürlich immer hinten stehen, die Lords und die Kämpfer, kein Wunder, dass die wenig Schaden machen. 620 Erfahrung. Ist in Ordnung, sehr gut. Und wenn ich zu leise bin oder so, oder wenn ich das Gefühl habe, das Game brüllt euch an. Ach, Mann! Die sind clever im Laufen, die Gegner, das muss ich schon sagen. Obwohl ich das nicht zugeben möchte, ist es die Wahrheit. Und eigentlich habe ich nicht mehr so wirklich die Kraft, um noch mehr kämpfen zu können. Aber da müssen wir jetzt wohl durch. Also gehen wir da durch. Es bringt nichts, wenn wir jetzt hier in irgendeiner Form uns mit Rückhalt... Weh, du bringst meine Magierin und dann bin ich richtig pissig, Aska. Ohne Witz. Sehr gut. Stören tut mich, dass Elaine... Oh, sehr schöner. Volltreffer. Stören tut mich, dass Elaine wirklich noch keinen Damage macht. Oh, du hast mit Final Fantasy 10 angefangen. Sehr schön. Nur Schaden. Noch ein Volltreffer von Valna, sehr gut. Und ein Gegner weniger. Oh Mann, brauchen wir viele Bluttränke, um unsere Leute am Leben und bei Laune zu halten. Wow. Das ist nicht okay. Diese nehmen wir mit. Was gibt es hier? Ein Lebensank. Again? Sollen wir alles Leben in Valna reinschmeißen? Ich meine, der hat zu wenig. Oder sollen wir mal jemand anders nehmen? Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Hallo? Noch mehr von den Idioten. Na toll. Wandblut! Ja, die ein paar Final Fantasy Sachen kann man sich auf jeden Fall gut reinziehen. Das ist wohl richtig. Okay, das ist nicht so schlimm, dass die Magierin verwirrt ist. Die macht nichts. Die steht nur rum. Die ist nur da. Die tut Dinge. Nichts Schlimmes, vor allen Dingen das. Die haben auch so viel Leben, die Gegner. Ich mache kaum Schaden. Was mache ich hier überhaupt? Warum bin ich hier? Bin ich lebensmüde? Offensichtlich, aber... Es sind rundenbasierte Kämpfe bei Final Fantasy. Das ist ja ganz merkwürdig. Ein Glück sind es rundenbasierte Kämpfe. Anders kenne ich Final Fantasy gar nicht. Deswegen fand ich 15 merkwürdig. Aber trotzdem okay. Rundenbasierte Kämpfe sind davon in Ordnung. Ich bin hier zu bespaßen. Okay. Ich möchte diesen Säbel von der Wand gerne nehmen, danke. Kleiner Seelenstein. Entfesselt bei Benutzung 5 Seelen. 5 Seelen erhalten. Wie gesagt, man kann Final Fantasy spielen, man muss es nicht tun, aber die Reihe ist okay. Aber ist. Ich meine, die Geschichten sind toll, gerade für Rollenspiel-Einsteiger. Ist Final Fantasy eine gute Reihe, weil die Story einen so mitnimmt, dass das Rollenspiel halt einfach die Mechanik dahinter ist, aber die Geschichte im Vordergrund steht. Deswegen finde ich das völlig in Ordnung. Wenn man sagt, Rollenspiel, das ist so merkwürdig, das ist schwierig, sich da reinzudenken. Oder, halt Final Fantasy. Oh, Loot, Mann, in der Wand drin, 227 Fila. Ich wünschte, der Wandloot wäre etwas ergiebiger. Ich meine ja nur, hallo. Habt ihr schon gesehen, dass du da lang schleichst? Brauchst dich gar nicht verstecken, Gegner. Lohnt sich nicht, meine Augen sehen alles. Ich bin nämlich nicht mehr blind zu kriegen. Miep, miep.
Aska, komm schon. Du bist ein Vampir zweiter Güte. Du solltest das hinkriegen. Immer gleich vom ersten Kack irgendwie. Alle sind blind. Dankeschön. Elaine, gut gemacht. 310 Erfahrungspunkte. Erfahrung kriegen wir eigentlich genug? Das Kämpfen macht Spaß. Auch wenn ich jetzt natürlich wieder viel Leben verloren habe. Und deswegen darauf achten muss, dass ich, wenn ich jetzt ins nächste runtergehe, bloß keinen Fehler mache. Ach, Leiche, geh doch mal aus dem Weg. Mann. Schnucklig hier. Fluchttrank erhalten. 300 Filar erhalten. Wandblut erhalten. Komm schon. Ich brauche nur deine Liebe. Liebe Wand. Oh, ich glaube, wir sind bei Vincent Venats. Wir sind hier am Ende. Deswegen speichere ich hier nochmal. Also wir sind nicht am Ende vom Game, das wäre auch okay, aber wir sind hier am Ende vom... von dem Wegen, denn hier sind wir damals runtergekommen. Das weiß ich. Heilfiole gefunden, nice. Okay, leider kein Wandblut. Hier auch nicht. Unzufrieden! Gibt's den Boss? Die Fackeln brennen noch. Definitiv ein magisches Feuer. Erinnert ihr euch an diesen Ort? Ihr könnt dich ihn vergessen. Hier haben wir das Buch gefunden. Und hier haben wir Vincent Venat getötet, den ersten aller Vampire. Und hier wurde Aska verrückt. Ja, ich gebe zu, ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Das scheint bei dir ja regelmäßig vorzukommen. Hey, die Welt hat mich nicht verändert. Das waren diese Schattengeister der Elras. Aber als du das Buch gesehen hattest, war kein Schattengeist im Spiel. Ja, ist die Wahrheit. Diese Bürde musst du jetzt tragen, Aska, ob du willst oder nicht. Und ich rieche Wandblut. Diesen leckeren Wandblut. Wofür diese merkwürdigen Löcher sind, wissen wir auch nicht. Tja, dieses Geheimnis hat Vincent wohl mit ins Grab genommen. Warum gehen wir denn nicht Vincent im Grab besuchen? Können wir nicht in die Ebene der Blutgeister schauen? Ich meine, oh gut, wir haben das Blut der Elras nicht. Wahrscheinlich brauchen wir einen Zauber dafür. Kein Wandblut. Oh, ein Schwert. Ob ich das nehmen kann? Ich hoffe, dass ich das Schwert nehmen kann. Nein. Auch nicht. Hier war es. Hier lag das Buch. Das Buch der Elras. Wo hatte er das Buch her? Und was hatte er bezweckt, als er Vampire erschaffen und dann gejagt hat? Er meinte doch, er wollte so zum Hohepriester werden. Und das hat er ja auch geschafft. Hältst du das für einen Grund? Sich die Mühe machen, hunderte von Vampire zu erschaffen und dann einen nach dem anderen... dem anderen Kopf abzuschlagen, nur um Hohepriester zu werden? Hohepriester zu sein ist doch nun nicht gerade was, für das man so einen Aufwand betreiben müsste, es zu werden. Irgendwie hast du recht, Elaine. Mir schwirren schon wieder 1000 Gedanken durch den Kopf. Wow. Sie wollte nicht. Wieso bin ich ihr nicht genug? Verdammt, ich bin nicht gut genug! Das wird sie mir büßen. Niemand lädt meine Liebe ab. Oh ja, sie wird mich anflehen. Irgendeiner dieser Zauber muss sie mir doch gefügig machen. Ah, okay. Hallo Calypso, schön dich zu sehen. Vincent, ich kann euch nicht mehr behilflich sein. Es ist mir unmöglich, eure Liebe zu erwidern. Ich will nicht das Gefühl haben, euch durch meine Anwesenheit zu verletzen. Oh, Elaine, ich werde euch die Augen öffnen. Ich muss das Buch schützen. Sorkal Umarestos! Sehr gut. Doch einer ist zu wenig. Sumkal Numarestos! Und jetzt ist Zeit für... Zeit für was? Die Gedanken sind fort. Tja, Elaine. Moment. So. Tja, Elaine, hättest du damals Vincents Liebe nicht verschmäht, wärst du nicht verflucht in Scharnar gelandet. Deine Gedanken verursachen bei mir Übelkeit, Walner. Es scheint, als würden wir Dinge
wir einige Dinge immer noch, als wüssten wir einige Dinge immer noch nicht. Tja, aber Vincent selbst können wir auch nicht mehr befragen. Wieso eigentlich nicht? Der schmort schön in der Ebene der Blutgeister. Ich war auch dort, ein ekliger Ort. Unendliche Qualen in alle Ewigkeit. Ganz so ewig war die Ewigkeit ja dann wohl doch nicht. Willst du mich ärgern? Warum? Ich muss mit ihm sprechen, ich muss alles erfahren. Was für ein Leben lebte ich? Wer war ich, bevor ich verflucht wurde, bevor ich ein Vampir war? Du willst ihn doch nicht etwa wiederbeleben aus der Ebene der Blutgeister? Einer ist schon mehr als genug. Nun, vielleicht müssen wir ihn nicht wiederbeleben. Das meinst du nicht ernsthaft? Elaine, sei vernünftig. Du kannst da nicht hin. Das ist zu gefährlich. Was ist, wenn wir dich nicht wiederbeleben können? Du wirst für ewig in der Ebene der Blutgeister Qualen erleiden. Ich muss mit ihm sprechen. Und warum sollte es nicht klappen? Ich bin ein Vampir der ersten Generation. Ich bin stärker als alle anderen Vampire. Und das wäre ja schließlich nicht das erste Mal. Damals warst du aber tot. So tot, wie ein Mensch nur sein kann. Durch die Wiederbelebung wurdest du erst zu einem Vampir. Ich bin stark genug, um das zu überleben. Na schön, du bist anscheinend so starkköpfig. Aber können sich starke Blutgeister nicht in der realen Welt materialisieren? Schon, aber was bringt uns das? Wir wissen nicht, ob und wo Vincent sich materialisiert. Hm, du hast recht. Das bringt uns auch nicht weiter. Nach ihm zu suchen wäre wohl unmöglich. Dann brauchen wir noch das Blut eines Menschen, der mit einem Vampir geschlafen hat. Was ist mit meinem Blut? Unbrauchbar, du bist schon zu lange ein Vampir. Aber dass du überhaupt ein Vampir bist, war einer der Gründe, warum deine geliebte Aisha durchgedreht ist, als wir den Zauber bei ihr ausprobierten. Ich dachte, das lag daran, dass sie gar nicht richtig tot war. Naja, das vielleicht auch. Aber wir sollten es nicht bei Elaine riskieren. Wir wollen doch nicht, dass sie auch durchdreht, nachdem wir sie wiederbelebt haben. Dann wenigstens hast du mal mitgedacht, Asuka. Dein Wohlergehen liegt mir halt am Herzen. Okay, aber wo bekommen wir denn nun einen solchen Menschen her? Besonders viele Vampire gibt es nun nicht mehr auf der Welt. Scheint so, als müsste einer von uns... Niemals! Na schön, auch wenn es mich anekelt, ich muss herausfinden, was ich für eine Person war und was es mit Vincent auf sich hat. Ich tu's! Widerlich. Elaine, ich liebe dich. Doch, das ist Wahnsinn. Was für ein Opfer gehst du damit nur ein? Ich kann das nicht zulassen. Dann tu du es doch. Schon gut, Walner. Es ist das Opfer wert. Lass mich es machen. Nein! Wenn ich damit dein Leben retten kann, werde ich es tun. Sehr gut. Jetzt brauchen wir nur noch ein passendes Opfer. Nun, sicherlich gibt es auch in einer der Städte dieser Welt ein Bordell. Doch sollten wir eine geeignete Dame finden. Fragen wir mal Ronak. Er ist ja ein wenig herumgekommen in der Welt. In einem Zirkus? Na und? Rumgekommen ist rumgekommen. Lass ihn uns fragen. Hi, Walner, schön dich zu sehen. Finde ich allerdings auch. Warum nehmen die keinen der Vampire, wenigstens um dieses mit jemandem Schlafenzeug zu klären? Ich meine, das wäre sinnvoll. Okay. Meine Frau ist auch gleich wieder zurück. Und sie sagt auch, sie wäre auch für ein Horrorspiel nach Vampire's Dawn. Ich habe auch sehr viel Yay aus dem Chat gelesen, deswegen frage ich nochmal. Wir wollen eventuell White Day, ein koreanisches Horrorspiel hier nach anfangen. Das ist relativ neu, super neu raus, Grafik ist super nice. Und das könnte man hier nach machen, wenn ihr Bock habt. Ja oder Yay oder Nay? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, dieser Theorie müssen wir auf den Grund gehen. Yay oder Nay oder Day? Bitte Day? Ja, wir lesen noch einen Brief. Ich wollte nur mal fragen, woher du die Blutschrift hast, denn wenn man sich aus deinen Sätzen buchstäblich rausschneidet, sah das nicht so toll aus. Kein Kommentar. Sollen wir noch einen Brief lesen? Ja. Du sollst es einfach lassen. Ich mach's selbst. Sag meinem Bruder, ich, die arme ältere Schwester, fungiere nur als Sekretärin. Hey, ich glaube, ich brauche auch eine.
Die armen Leute. Die armen Leute, die Malix da verstreckt hat. Eieieiei. Naja, Dinge passieren. Guten Tag, ich hätte gerne mein Geld. 792 Filar in meine Tasche rein. Vielen Dank. Die Frage ist, ob wir auch nochmal ein anderes Städtchen einnehmen können. Wenn wir schon mal gerade dabei sind. Achso, wir müssen Ronak fragen nach einem Modell. Ronak, mein... Ist das schwer? Nein, das Schwierigkeitsgrad ist aufs Maul. Meister, wie kann ich euch helfen? Sag mal, Ronak, du kennst nicht zufällig ein Bordell. Ein Bordell? Was ist ein Bordell, Meister? Das wird schwieriger, als ich dachte. In ein Bordell gehen vor allen Dingen Männer, die sich vergnügen wollen, Ronak. Ah, ich verstehe. Ja, bei Gardon gibt es ein Bordell, Meister. Naja, ich hoffe, du hast das richtig verstanden, Ronak. Aber probieren wir es mal mit Gardon. Vielleicht gibt es tatsächlich eins. So, brauchen wir Leben? Nö, alles gut. Müssen wir also nicht wieder in den Särgen pennen. Mach ich sowieso ungern. Das macht den Spielfluss total kaputt. Schlafen? Sleep is for the weak. So ist es halt. Schlafen ist nur was für Schwache. Wir nehmen davon wieder mal welche mit. Auch gerne mal ein paar mehr. Sicher, sicher. Gucken wir mal, ob es neue... Die sind aber mal fleißig beim Klauen. Das muss ich aber mal gestehen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Jetzt ist natürlich die Frage, Söldner einkaufen? Ja, wir brauchen ja sonst immer nichts. 220 Filar pro Söldner? Rip-off! Kaufen 10. Und dann gucken wir mal eben, ob wir nicht vielleicht, maybe eventuell, noch mal ein Schloss einnehmen können. So, 5 Seelen, ja. Okay, wir gucken auf die Karte. Wie heißt die Stadt, die wir brauchen? Burg Yola. Achso, wir müssen jetzt mal Reserveeinheiten rausholen. I see now. Lass uns mal mit 20. Lass uns mal mit 25. Mit 25 Söldnern irgendwo hinlatschen. Ador, Horan, Schloss Firan, was auch immer. Kann ich nicht einfach sofort runter machen, dann 25 wählen? Nein. Und ich kann auch. Muss ich jeden einzelnen hochtippen? Naja, gut. Mal gucken, wie stark die gegnerische Truppstärke ist. Oh. Die Stärke ist gut. Das können wir fast schaffen. Ich denke mal, wir müssen uns noch mit Elras nicht prügeln. Die sind wahrscheinlich immer noch zu heftig für uns. 1300. Danke, nein, danke. Was ist denn da? Ah, Feinde, die wir erschlagen können. Sehr gut. Meine lieben Freunde, wir fallen hier ein. Go get some. Wir brauchen neues Land. 12 Krieger, auf geht's. Los, Jimbo, Jeremy, Joe, Geronimo. Nein, Geronimo! Nein! Janosch! Du hattest gerade einen anderen Namen, völlig egal. Nein! Aber, oh verdammt! Lass euch jetzt nicht die Butter vom Brot nehmen, Söldner Gesindel! Ihr seid zwar nur Menschen, aber ihr seid immerhin das Einzige, was wir haben. Nein! Wie die uns auch einfach spalten, was soll denn das? Ah! Okay, sehr gut. Ich glaube, das gehört uns. Sehr gut. 18 Leute haben wir da stationiert, das ist völlig ausreichend. Und wir haben auf jeden Fall eine neue Gegend und eine neue Stadt. Und vielleicht können wir da wieder was Neues tun für unsere Questhydra. Also, alles gut.
Ja, die Welt ist ein besserer Ort geworden. Keine Ereignisse, Meister. Überraschung. Speicher nochmal. Wir werden euch nie vergessen. Never forget. Geronimo, Janosch und Jeremy und wie sie alle heißen. Und Freunde. Und Co. And Friends. Aber die haben dafür Geld gegeben, um sich irgendwo im Krieg abschlachten zu lassen. Also ist das nun mal so. Fledermausmantel! Wenn man die Dinge sagt, ist es cooler. Wir hätten uns auch noch da oben gesehen können, ob wir da irgendwas anderes finden an Orten, aber... Das ist nicht nötig. Ist das das Schloss? Das ist das Schloss. Okay, dann ist hier oben erstmal die Stadt der wirklich wichtige Ort. Denn das andere ist nur so, meh, da kann man mal gucken, aber die Stadt ist das Wichtige. Hey. Hallo, Fremde. Na, gefällt euch Gardon? Ja, es ist sehr schön hier. Es ist gut. Normalerweise laufen hier immer die Soldaten des Clans der heiligen Stadt und passen aber. Auf, dass kein Gesindel hier irgendwelche Dummheiten macht. Aber nun ja, alle Soldaten sind plötzlich fortgegangen und nun gibt es hier schon die ein oder anderen zwielichtigen Gestalten, mit denen ihr besser keinen Kontakt aufnehmt. Danke für die Warnung, aber wir können schon auf uns aufpassen. Denke ich auch. Natürlich könnt ihr das. Ich wollte es ja auch nur mal gesagt haben. Nicht, dass ihr noch behauptet, man hätte euch nicht gewarnt. Ah, okay. Ich rieche... Oh, hallo! Parfüm, aber ich glaube, das ist ein Typ. Carla, nö. Ah, schaut, was ich euch anzubieten habe. Okay. So, nehme ich mit. Just in case. Danke vielmals. Mein Ding. Was gibt's denn Neues im Waffenladen? Und außerdem, ja, Quest Hydra. Wir müssen natürlich erstmal durch die ganzen komischen Orte da gehen. Hallöchen. Larana, kommt! Betrachtet meine wunderbaren Waffen und Rüstungen. Okay. Maguskrallen. Langer Stab, das kenne ich. War mein Highschool-Name. Schattenpulver können wir einmal verkaufen, einen Säuretrank können wir einmal verkaufen. Wir können mal einen Lederhelm verkaufen, können mal eine Stoffrüstung verkaufen. Handelsware, 1000! Okay. So, Stahlrüstung. Boah, ganz schön teuer der Scheiß. Willkommen zurück. Ganz schön teuer der ganze Scheiß. Plus 7 Intelligenz. Kannst jetzt nicht nein sagen. Na komm. Wir machen einmal Ausrüstungswechsel, wenigstens so ein bisschen. Hier mal eine Stahlrüstung rein. Ständig zu sehen. Maguskrallen. Schutz gegen Magie ist ziemlich nice. Und du hast einen neuen Stab bekommen. 53 Intelligenz ist dann ganz cool. Big Flong Dong King Kong. Das ist auch schön. Ja, bester Highschool-Name ever. Ich mag das. So, wo wurde ich immer in der Highschool genannt? Okay. Magdalene, habt ihr schon gehört? Demnächst soll eine Kutsche in Gordon ankommen, in der jede Menge Schmuck und andere schöne Dinge transportiert werden. Die Waren sind für die Händler der Stadt. Ein paar Stücke werden wohl auch hier im Geschäft zu finden sein. Hihi! Die Kutsche ist doch sicher gut bewacht, oder? Natürlich, es gibt jede Menge Diebe und anderes Gesindel, die auf so eine Gelegenheit natürlich nur warten. Okay, weißt du denn, wo die ist? Ob da wohl eine tolle Kette für mich dabei ist? Ich dachte, wir kriegen jetzt ein Quest. Hier ist ein Buch über ein Artefakt namens Talamun. Talamun. Angeblich handelt es sich um einen Helm, der es einem Magier ermöglicht, seine Zauberkraftkosten zu halbieren. Der könnte sicherlich auch für uns nützlich sein. Steht da vielleicht, wo man ihn finden kann? Nein. Das wäre auch zu einfach gewesen. Hier ist leider nichts von Interesse.
Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Schattenpulver. Nice. Das ist gut. Wandblut! Ich denke, in meinen Häusern wird es kein Wandblut geben. Aber immerhin, wir wissen, dass es ein Artefakt gibt mit diesem Namen. Und dieses Artefakt könnte in der Zukunft vielleicht auf einem unserer Köpfe sitzen. Außerdem halten wir natürlich immer weiter Ausschau nach den Dieben. Denn die Diebe können wir natürlich wieder vereinen. Und wenn wir das getan haben, haben wir sicherlich die Möglichkeit, noch schneller zu klauen. Hier stehen einige medizinische Bücher. Steht da vielleicht drin, wie dieser Janusz aus Mestor seine Mutter heilen kann? Moment, ich schau mal. Altersschmerz, Altersschütteln, Altersschwachsinn. Was steht denn über Altersschwachsinn? Hier steht, ist ein alter Mensch nicht mehr in der Lage, klar zu denken, sollte ihm eine Tee aus Xamoswurz und Schwarzbeeren dreimal täglich verabreicht werden. Nach einigen Wochen bessert sich der geistige Zustand der betroffenen Person. Na, das ist doch, wonach wir gesucht haben. Damit können wir zu diesem Janusz zurück. Okay. Tag. Bist du Heiler? Hey, ihr! Könnt ihr mir mal 400 Filar borgen? Wofür brauchst du das Geld denn? Ich brauche das, um mir etwas Essen zu kaufen. Ich verhungere sonst noch. Also besonders dürftig siehst du jetzt nicht aus. Und dein Haus hier ist auch nicht gerade spärlich eingerichtet. Hey, gebt ihr mir jetzt die 400 oder nicht? So viel Geld haben wir leider nicht dabei. Schade, kann man wohl nichts machen. Das stimmt wirklich. Da konnten wir ihn auch nicht mal anlügen, dass wir jetzt nicht falschen können oder sowas. Wir haben einfach das Geld nicht. Aber vielleicht finden wir ja irgendwo hier in seinem Haus Geld. Der sieht nämlich wirklich nicht. Der sieht wirklich nicht so aus, als ob er kleckert. Als ob der sparsam sein muss. Und die haben fette Wachhunde. Angriff der Ritter auf Burg Varis, also auf diese hier. Ah ne, auf die in der Wüste. 5 Gegner, komm! Komm doch! Was wollt ihr denn tun? Ist doch kein Ding. Ist doch kein Ding. Sind doch nur Ritter. Come on! Ja, greift uns ruhig an. Ist kein Ding. Ritter. Jede Menge Bücher über Feldarbeit und Nutzpflanzenanbau. Okay. Eine Kitty? Okay. Der Hund ist ganz schön grimmig. Der Hund sieht grimmig aus. Entschuldigung, das wollte ich sagen. Guten Tag. Wer sind Sie? Was kann ich für Sie tun? Geh mir aus dem Weg, Hund. Sag mal, seid ihr nicht zufällig an Schloss Rakar vorbeigekommen, oder? Was? Wieso? Ich habe da so ein Gefühl. Irgendwas stimmt da nicht. Was meinst du? Es liegt Ärger in der Luft. Merkt ihr das nicht? Alle Wachen sind aus, Gardon fort. Und nun haben wir auch noch einen neuen Steuereintreiber. Irgendwie sieht das für mich aus, als hätte jemand Schloss Rakar eingenommen und würde nun unsere Steuern beziehen. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Sicher ist alles in bester Ordnung. Na, ich weiß ja nicht. Mal abwarten, was noch so passiert. Nein, ich habe an der Kisteneinstellung nichts geändert. Das ist eine 40% Chance. Dann hast du einfach Glück. Oder mehr Glück. Ich hatte vorhin sogar auch eine. Das war so cool. Und ja, im Moment bin ich der Stream-Boss übrigens. Wenn ihr mich zu Fall bringen wollt, müsst ihr euch schon was einfallen lassen. Ach, ich liebe Gardon. In keiner anderen Stadt kann man so herrlich wohnen und sich wohlfühlen. Außerdem wird hier viel gesundes Gemüse angebaut, sodass man sich auch noch gesund ernähren kann. Was will man noch mehr? Was gibt es denn sonst noch? Nun, Gardon hat auch noch ein tolles Inn, in dem der Chefkoch Bruno die wunderbarsten Gerichte zubereitet. Ich glaube, heute wollte er was mit Krabben zubereiten. Des Weiteren haben wir auch noch einige Geschäfte, aber die interessieren mich eigentlich weniger. Ich bin vor allem wegen der guten Atmosphäre hier. Danke für die Auskunft. Ich wünsche euch noch eine angenehme Zeit. Na gut, dann lass uns mal in den Pub gehen. Mich beschleicht irgendwie das Gefühl, dass Ronak diesen Ort gemeint hat. Ah. Da, wo Männer hingehen, um sich zu vergnügen. Pff, toll, Weiner. Ronak dachte, unter einem Bordell versteht man eine Kneipe. Hey, wie hätte ich es ihm denn sonst erklären sollen? Na, vielleicht weiß aber einer der Kerle hier, ob und wo es ein Bordell gibt. Guten Tag. Hallo. K-
Kellnerin Hera. Guten Tag, was kann ich euch bringen? Danke, aber wir schauen uns erstmal ein wenig um. Natürlich. Wenn ihr euch dann entschieden habt, sprecht mich einfach an. Machen wir. Danke. Guten Tag. Ah, werte Kundschaft, darf ich euch einen leckeren Kürbissaft anbieten? Oder eine Tomatensuppe? Oder vielleicht ein leckeres alkoholfreies Malzbier? Was ist denn das für ein seltsames Getränke- und Speiseangebot? Nun, ihr befindet euch in der windigen Mühle. Einer zu einer Kneipe umgebauten Mühle. Als Besonderheit bekommt man hier nur gesunde Köstlichkeiten. Wir verarbeiten nur Gemüse, das von anheimischen Bewohnern angebaut wird. So können wir eine optimale Qualität und einen besonders hohen Vitamingehalt in unseren Getränken und Speisen garantieren, was euch eure Gesundheit sicher wert sein sollte. Oh Gott. Wir überlegen noch. Natürlich. Aber wenn ich erst einmal unsere... Wenn ihr erst einmal unsere Köstlichkeiten probiert habt, werdet ihr nie wieder etwas anderes essen und trinken wollen. Da wäre ich mir nicht so sicher. Hallo! Los, trinken wir ein leckeres Malzbier. Hier ist der einzige Ort, an dem es dieses, an dem es diese Köstlichkeit gibt. Danke, aber wir mögen kein Bier. Oh, diese Jugend von heute. Schlimm, schlimm. Damals, als ich noch so alt war wie ihr, galt es noch als völlig normal, sich jeden Abend zu betrinken. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei. Das ist ja schlimm. Wenn ihr meint, ich sage nur Prost. Okay. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Inn, um nicht zuletzt das zu sagen. Guten Tag. Gerbor, na, seid ihr auch extra wegen des Inns nach Gardon gekommen? Oder wegen des, ihr wisst schon was? Haha, sicher Letzteres. Wo finden wir denn Letzteres? Ich gebe euch einen Tipp. Lest den Zettel am Kamin. Ah, danke, das machen wir. Und viel Spaß dort. Eine Menge wertloser Kochbücher. Wie ein Steakhouse, aus dem alles das Tofu ist. Eine Menge wertloser Kochbücher, okay. Guten Tag, Mann, du bist aber ganz schön wuselig, mein Freund. Chefkoch Bruno. Verdammt. Was ist denn los? Oh Gott, was soll ich das nur schaffen? Hallo? Ohne geht es nicht. Was? Huch, da ist ja jemand. So macht man das, Wollner. Was gibt es? Ich habe keine Zeit. Sieht aus, als hätten sie ja jede Menge Stress. Können wir vielleicht helfen? Oh Gottlob, ihr seid meine Rettung. Ich bereite gerade eine Sasuxte Pux zu und dazu eine herrliche, saftige Königskrabbe. Doch der dumme Lieferant ist nicht aufgetaucht. Jetzt fehlt mir die Krabbe. Und ohne die ist ein Sasuxa de Prux kein Sasux de Prux. Okay. Vielleicht können wir ja eine besorgen. Oh bitte, es ist wirklich dringend. Wir besorgen die Krabbe. Ja, die Questhühner schlägt zu. Oh, euch schickt der Himmel. Also der Lieferant holt sie immer vom Strand, nördlich von Ordon. Bitte beeilt euch, das Essen muss schnell fertig sein. Wir sind schon auf dem Weg, okay? Hier im Kamin klebt ein großer Werbezettel. Was steht denn drauf? Magie. Nichts als Magie. Das ist nicht normal, das ist Zauberei. Komm zu uns und lass dich verzaubern. Eindeutig, zweideutig. Sexy Ostra. Menschen sind primitiv und hormongesteuert, ekelerregend. Scheint jedenfalls das richtige Etablissement zu sein. Mal schauen, ob da eine Adresse steht. Haha, ich erinnere mich noch an unseren letzten Besuch im Bordell. Uruja würde wohl immer noch um die leichten Mädels trauern, wenn es nicht im Erdboden verschwunden wäre. Laut diesem Zettel müssen wir ein Stück nördlich. Dort soll es sein. Na, schauen wir uns mal um, ob wir es finden. Okay. Alles klar. Sonst ist hier nichts. Hier unten ist nochmal ein Regal. Keine interessanten Bücher dabei. Badam, badam. Guten Tag. Hey, das Essen hier ist wirklich sehr gut. Ich esse gerade ein leckeres gebratenes Hähnchen mit einer Sahne-Kürbis-Cremesoße. Absolut köstlich und jeden der 200 Fila wert. 200 Fila für ein Essen? Ziemlich teuer, oder? Ach, wer hier essen geht, hat sowieso zu viel Geld. Okay. Ja, ich muss sagen, es hat sich gelohnt, aus Irana mal fortzugehen und diese Stadt zu besuchen. Diese Nahrungsmittel sind wirklich sehr außergewöhnlich, aber jedes Mal eine Freude für meinen Gaumen. Was trinkst du da? Es wird Malzbier genannt. Schmeckt wirklich sehr gut.
Sieht dabei ziemlich eklig aus. Bäh, ich kann diese Kürbissuppe schon gar nicht mehr riechen. Jeden Tag gibt's die. Furchtbar. Tja. Dem einen so, dem anderen so. Aber die Mühle ist cool animiert. Oh, die Mucke nervt hier. Guten Tag. Oh, Maidsummer. Hausmädchen, guten Tag. Ahjo, das ist das Haus vom Bürgermeister in Fane. Wenn Sie mit ihm sprechen wollen, gehen Sie am besten einfach nach oben. Bürgermeister Fane mag es nicht, irgendwelche Termine zu vergeben. Wir hätten sowieso keinen gebraucht. Was denken Sie sich dabei? Bürgermeister Fane ist wirklich eine tolle Frau. Sie regiert Gardon mit bestem Wissen und Gewissen und ist für alle Einwohner da. Na gut, okay. Einige Bücher des Autors Captain Smoker. Smoking good, even better smoking und smoking in hell. Oh. Okay. Ist es eine One Piece Anspielung wegen Smoker? Schon rennt was beim durch, tja. So ist das nun mal. So, dele, so, dele. Hier gibt es nichts. Schade. Leere Flasche erhalten. Secret! Oh, Kiste. Hab ich gefunden! Diese Kiste. Ist das der Karens? Das ist der Karen-Skin aus Suikoden 2. Erkenne ich überall wieder. Hallo! Bürgermeisterin Fane. Oh, seid gegrüßt, werte Besucher. Ich bin Bürgermeisterin Fane. Wie kann ich euch helfen? Hallo, wir schauen uns eigentlich ein wenig um, ob wir irgendwo helfen können. Gibt es irgendwelche Probleme in Gardon? Nun, abgesehen davon, dass urplötzlich alle Wachen abgezogen sind und die Stadt daher ziemlich ungeschützt ist, sind nun auch noch Monster in unserer Kristallmine eingedrungen, sodass die Bergarbeiter nicht mehr ihrer Arbeit nachgehen können. Wir kümmern uns drum. Wirklich? Oh, ich wäre euch sehr verbunden. Die Mine befindet sich im Gebirge östlich von Gardon. Der Eingang ist auf der östlichen Seite. Wenn ihr alle Monster getötet habt, gebe ich euch eine Belohnung für eure Mühen. Hört sich fair an. Angriff auf Burg Valis. Der Elras, 6 Stück. Das sind nicht wenige. Los! Bärbel, Bertram, Bagger, Bernd. Nein, Bertram! Verdammt! Sehr gut! Lass keine dieser Schweine übrig! Nein! Bärbel! Nein! Brandata! Bodinski! Bandalosia! Nein! Bobo! Es ist ein Elras! Komm schon! Bangalada! Warum? Bram! Bram ist auch tot! Warum? Oh. Oh. Puh. Dankeschön! Dankeschön, Chat! Hier spricht Astrolotto und ich bringe euch Chatla. Dankeschön. Bücher über das Kochen und das Jagen. Der letzte Elras war der einzige, der was drauf hatte. Die anderen hatten nur ein Praktikum gemacht bei den Elras. Ist manchmal einfach so. Kannst nichts machen. Oh, hallo. Ohio! Ohio, rumstehender Mann. Es geht. Ist es eine Frau? Oh, weiß ich nicht. Ich fühle mich verwirrt. Hey, ich habe gehört, ganz weit im Südwesten auf einer Insel gibt es eine Höhle, in der Verrückte hausen, die tagelang zu einer extrem abartigen Musik tanzen. Sehr skurril, findet ihr nicht? Wow, Metal-Fans oder was? Klingt wirklich äußerst merkwürdig. Hey, Nanami, schön dich zu sehen. Schön, dich zu sehen, hi. Wir müssen wirklich krank sein. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Gruppe Verrückte in einer Höhle. Echt gruselig. Guten Tag. Schönes Badezimmer. Schöner Kamin. Du hast viel Geld, oder?
Hey! Ihr habt nicht zufällig ein Mittel gegen Riesenechsen, oder? Wovon sprichst du? Die Mine von Gardon wurde von riesigen Echsen überrannt und nun sind alle Minenarbeiter so lange arbeitslos, wie diese Echsen dort in der Mine sind. Cool! Ich hoffe, du findest was Leckeres. Konnte dir denn noch niemand vertreiben? Bürgermeisterin Fane sucht schon die ganze Zeit Leute, die das schaffen können. Aber anscheinend ist hier niemand tapfer genug. Vielleicht können wir ihr helfen. Wenn ihr es versuchen wollt, dann sprecht mit Bürgermeisterin Fane. Sie erklärt euch dann alles. Okay. Das wissen wir schon. Dafür, dass du dich aber auch nicht melden willst, hast du eine fette Rüstung da stehen. Finde ich nur mal so persönlich. Guten Tag! Hallo! Hey! Schön, dich zu sehen! Hallo! Sirea, ich verstehe es nicht. Wie kann ein Mann nur so triebgesteuert sein? Wo sprichst du? Habt ihr den Aushang in der Gaststätte der Stadt nicht gesehen? Jetzt macht das magische Begierde schon Werbung für sich. Was geht nur in den Köpfen der Männer vor sich, wenn sie so ein Etablissement besuchen, alle Schweine? In der Gaststätte, sagst du? Ihr wollt da doch nicht hin. Nein, natürlich nicht. Besser so. Sowas darf man nicht unterstützen. Wenn ihr etwas unterstützen wollt, dann mich. Denn es gibt ein neues. Beziehungsweise, ich kann euch das gleich einmal vorführen. Das habe ich mir schon nicht gemacht. Gestern haben mich ja so viele Leute unterstützt. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Aber es war so ekelhaft. Und ich habe jetzt erstmal ein Sub-Emote gebaut. Und ab nächste Woche gibt es dann auch Sub-Icons natürlich. Und das hier ist dann der Sound, den man dann bekommt, wenn man mich unterstützt. So, wollte ich nochmal an der Stelle zeigen. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Und danke nochmal für den vielen Support. Und es ist toll. Und ich kann nur sagen, das hilft und motiviert mich, noch mehr zu tun. Und ich weiß, es hört sich blöd an, das ist aber die Wahrheit. So läuft das Leben. So, und jetzt geht's weiter mit dem hier. Das war sehr leise. Okay. Oh, ihr habt recht. Wir versuchen das Ganze jetzt nochmal. In der etwas lauteren Form. Verzeihung. Das war zu leise. Das ist besser. Die besten Grüße an einen treuen Grabwächter. Auch ziemlich leise, oder? Upp. Wir machen das auf 100%. Fuck it. Soll ja auch was bedeuten. So, okay. Jetzt müsste es gut sein. Aber, ja. Weil die anderen sind doch auch so laut, oder? Ich probiere jetzt nochmal was anderes hier. Naja, gut, okay, das hat auch einen anderen Klang. Das ist ja klar, dass es auch ein anderes Wort macht. Aber ja, es ist ein bisschen anders. Ihr seht jetzt... Oh, habe ich jetzt 200 Leben verloren? Oh, oh! Und dabei hab ich doch nur einen Test gemacht! Uster bewacht sein eigenes Grab. So knapp bei Kasse. Ich habe einen Job angenommen bei mir selbst. Tut mir leid, ging nicht anders. Aber vielleicht kann man mich ja... kann denn niemand etwas gegen dieses Monster unternehmen? Von welchem Monster sprichst du? Von denen in der Mine natürlich. Ja, das wissen wir doch alles. Vielleicht könnt ihr mich ja vom Thron stoßen als Stream-Boss. Ihr wisst, wie es funktioniert. Ihr habt es gerade gesehen. Man kann mir folgen. Das hilft schon mal. Oder andere Dinge. Und dann seid ihr der neue Stream-Boss. Ich bin sehr gespannt, ob ihr mich heute Abend vom Thron stoßen könnt. Oh, ein kleines Mädchen. Hallo. Was machst du denn im Keller, meine Süße? Erstmal die Gedanken lesen. Meine kleine Molly ist schon ganz dreckig. Ich brauche eine neue. Ah, das stimmt wohl. Papa darf nicht mehr arbeiten. Das ist total blöd, denn jetzt kann mir keine neue Puppe mehr kaufen. Du hast Probleme. Ja, habe ich. Autsch. Die Geschichten des kleinen jungen Günther, der sich selbst ins Bein schoss. Günther habe ich, glaube ich, nicht. Nein, Günther habe ich nicht mehr drauf. Kinder sind nun mal auch dumm. Oder Kinder sind nun mal auch dumm. So war es besser zu tun. Entschuldigung. Heilfiole erhalten. Nice. Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Eisrune erhalten.
Wer lässt denn sowas zwischen Büchern liegen? Tja, Menschen sind nun mal dumm und als Strafe nehmen wir die Rune mit. Da, 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 da. So, hier waren wir schon. Die Stadt ist relativ groß, im Gegensatz zu den anderen Städten, in denen wir bis jetzt waren. Chaos, Elisa hat mich getötet! Nein! Vielen Dank. Jetzt Ach. Kann ich die Schuhe meiner Kinder zurückkaufen. Dankeschön! Chaos, komm schon! Super! Vielen Dank! Vielen, vielen Dank. Das ist übrigens so schön klar, habt ihr gesehen. Mag ich sehr gerne. Ja, okay. Ich war nicht lange der Boss. Autsch! Ich wollte doch auch mal der Boss sein. Stimmt gar nicht, ich wollte das nicht so. Hallo! Hallo Norbi! Hallo! Sag mal, du kennst nicht zufällig einen Ort, wo man als Mann ein wenig, entspannen kann? Knicki, knacki, knack und so? Was? Wie bitte? Was fällt euch ein? Ich bin ein verheirateter Mann mit einem Sohn! Hinaus mit euch, ihr Ferkel! Okay. Das war wohl nichts. Wie kann ich... Ach, es ist so Oh, 30 wieder. Wie kann ich sowas nur? Ach, Support! Ich werde dann immer... Komm schon, Lustra! Komm schon! Nicht weinen! Oh Gott, es ist schwierig. Ich kann nicht glauben, dass man mich tatsächlich... Ah, fuck! Ich meine, du hast erzählt... Das kann ich jetzt immer noch nicht glauben. Dass man mein T-Shirt trägt und irgendwo langläuft und so... Hey, das kenne ich doch und so. Oh, wir reden jetzt zusammen. Das ist so cool, was ich gestern bei Harvest Moon schon gesagt habe. Das ist der Wahnsinn. Das ist unfassbar. Oh ja, ich freue mich schon auf euch, meine kleinen süßen Mädels. Oh, der Wichser! Der geht einfach dahin! Der geht einfach ins Modell und sagt mir sowas! Well played. Hätte ich auch so gemacht. Verdammt. Wie könnt ihr es nur wagen, mich mal sowas zu fragen? Meine Frau ist in Hörweite! Ihr müsst da und dahin gehen. Verratet es niemanden. Ich kenne sie alle beim Vornamen. Okay. Ah. Hätte mir wenigstens mal einen Tipp geben können, mit welcher der Frauen man den Verkehr vollziehen soll. Was sich lohnt. Finde ich so persönlich, wäre höflich gewesen, oder? So ein kleiner Tipp unter Freunden. Ah, die Frau ist wirklich in Hörreichweite, verdammt. Shh. Und die ist, glaube ich, Kriegerin, oder? Hey, ihr! Ist mein Mann noch oben? Ja. Gut. Ich habe das Gefühl, dass er sich manchmal heimlich davonschleicht und dann irgendwo hingeht. Ich sollte ihn eindeutig mehr beaufsichtigen. Und du weißt nicht, wo er hingeht? Naja, meistens geht er immer in die Kneipe von Gordon, aber manchmal ist er weg und dann ist er auch dort nicht. Sehr merkwürdig. Weiß sie, was los ist? Wo zum Geier geht Norby nur immer hin? Hat er eine andere? Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht eine andere. Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Heilflasche gefunden. Hallo, kleiner Junge, dein Vater ist ein Schwein. Hallo, ihr da, Fargo. Hallo, du da. Habt ihr schon gehört? Die Katze von Mini bekommt bald Junge. Und Mama hat gesagt, darf ich dann eine haben. Ja, schön für dich. Und die werde ich dann trainieren, dass sie mich dann immer beschützen kann, wenn ich Angst habe. Kinder sind so unglaublich dumm. Also, ich finde das aber süß. Komm, alle da. Wie werde ich sie wohl nennen? Vielleicht Elaine? Ja, Elaine ist ein schöner Name. Oh! Oh! Stimmt. Oh! Das war süß. Außerdem muss ich meine Brille aufsetzen, meine Augen drehen so komisch. Ich weiß, warum meine Augen so komisch drehen. Oh Gott. Ah, ich werde das bald überwunden haben, diesen Support-Schock, den ich im Moment durchlebe. Das tut mir völlig leid auch. Oh Gott. Ist wirklich die Wahrheit. Ich kann es nicht kompensieren. Mein Gehirn sagt, das kann nicht wahr sein. Das ist die Wahrheit. Deswegen wird das noch ein paar Tage brauchen, bis ich das realisiere und Nun! Nein! Pharaonen haben keine Tränensäcke. Komm schon, Ustra! Hallo? Ob es wohl wahr ist? Was denn? Ich habe gehört, südwestlich von Schloss Rakar soll es im Gebirge eine geheime Höhle geben, in der so manche Schätze verborgen sind. Klingt ja so, als würde es sich lohnen, diese Höhle mal zu suchen.
Hey, Moment mal, ich will die Höhle erst erkunden. Verdammt, warum erzähle ich doch immer alles jedem, der mir über den Weg läuft? Manche lernen das halt nie. Das stimmt. Verflixt, wenn ich nur noch genauer wüsste, dass diese Höhle wirklich existiert. Ich will ja nicht umsonst dahin gehen. Hey! Psst, ihr da! Dark King der Dieb. Wer ist da? Wer war das? Hier oben! Ich vertraue dem nicht. Ich speichere. Safety first. Guten Tag. Wer bist du? Man nennt mich Dark King. Doch das ist irrelevant. Wollt ihr euch ein paar Filar verdienen? Womit? Nun, ich vermisse einen Gegenstand, den man mir weggenommen hat. So. Er befindet sich gerade auf dem Weg nach Gordon. Doch darf er nicht hier ankommen. Ach, und wieso nicht? Klingt nach einem 12-Jährigen. Ja, ich heiße XX Dark King XX. Oh, okay. Ach, anscheinend habe ich mich in euch geirrt. Ich suche mir jemand anderen. Nein, warte. Wo befindet sich der Gegenstand, den du suchst? Ah, habe ich mich also doch nicht getäuscht. Er ist in einer Kutsche auf dem Weg in diese Stadt. Ihr müsst ihn besorgen, bevor die Kutsche Gadar erreicht. Die Kutsche müsste momentan ein Stück südlich von hier sein. Und wie erkennen wir den Gegenstand? Es handelt sich um einen sehr seltenen Dolch mit einer goldenen Klinge. Gut, wir sind gleich wieder da. Du hilfst einem Dieb? Fräulein Moralapostel hat immer was zu meckern. Endlich macht Wallnermann einen Auftrag, bei dem nicht irgendein kranker Mensch ein Heilmittel braucht. Ach, macht doch alle, was ihr wollt. Ich halte das für keine gute Idee. Ich auch nicht, Elaine. Aber wir wollen den Quest trotzdem annehmen. Die Questhydra hat gefragt, wir dürfen da nicht Nein sagen. Das ist unhöflich. Warum habe ich mich zum Vorarbeiter hochgearbeitet, wenn ich jetzt doch nicht arbeiten kann? Was ist denn los? Ach, erzählt mir doch nicht mal von eurer Mine. Wir kümmern uns darum. Keine Sorge. Irgendwie habe ich Rückenprobleme. Ich sitze immer so ganz merkwürdig nach vorne gesteckt. Ich weiß doch gar nicht warum. Mein Rücken macht schon die Form einer netten Schnellstraße, in der es Kurven gibt. Bester Vergleich. Oh, ist da wer? Nee, das ist nur ein Fass gewesen. Verdammt! Und eine Katze. Verdammt! Waren wir in dem Haus schon? Ich glaube nicht. Nein, oh hallo, guten Tag. Erstmal die Gedanken lesen. Hab ich eigentlich noch Rinas Kette? Die wird sie sicher vermissen, aber obwohl, wenn sie nichts sagt. Wow! Hey ihr, wisst ihr, ob man für einen Wildschweinlebereintopf nun Maui-Kraut oder Kalosalz benötigt? Ich fürchte, davon haben wir wirklich gar keine Ahnung. Schade, aber da kann man wohl nichts machen. Naja, am besten ich nehme beides. Kann ja mal nicht schaden. Oh! Lucien! Die besten Grüße an einen treuen Grabwächter. Lucien! Dankeschön! Willkommen in der Reihe der treuen Grabwächter, wie mein Bot gerade schon gesagt hat, wie ich selber es gerade gesagt habe, mein Bot. Ey. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Ich hab's gerade gesagt, ich... Ja! Super! Dankeschön, willkommen! Ab nächste Woche gibt es auch Sub-Icons. Nämlich eine kleine Pyramide mit einem Hai, stelle ich mir vor. Weil mein Leitmotto ja komm vorbei und sag Hai ist, denke ich mal, ist das eine coole Sache. Und dann die anderen Sub-Icons müssen wir mal gucken. Alle Sub-Icons, egal ob ihr dann nur mal subbt oder nicht, sind dann bald auch im Discord verfügbar. Und die kann dann dort jeder nutzen für den dortigen Chat. Also wenn ihr Lust habt, tretet gerne der Discord-Gruppe bei, sprecht mit mir über die Games, da bin ich sehr aktiv. Und frag auch hier und da mal über Eindrücke, was ich als nächstes spielen soll oder einfach eure Meinung erfrage ich dort. Wieder eine Maid. Hallo! Ich glaube heute weiter. Hör bloß auf! Ich hatte gerade schon Tränchen. Auf damit! Ich kann das nicht kompensieren. Ich kann das wirklich nicht. Was sind denn das für Herrschaften? Und warum schaut mich der eine immer so merkwürdig an? Gruselig. Oh nein, der eine will sich essen. Lauf! Oder bin ich das, der dich komisch anschaut? Ich, der sexy Ustra, der dein Herz mit meinem Blick zum Schaudern bringt. Völlig geil. Guten Tag, werte Herrschaften. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Endlich mal ein Hausmädchen, das weiß, wie man mit Gästen umzugehen hat.
Eigentlich schauen wir uns nur ein wenig um, danke. Nun, ich weiß zwar nicht, was es hier im Haus zu sehen gibt, aber sofern euch der Hausherr nicht vor die Tür setzt, tut euch nur keinen Zwang an. Danke, wir werden auch niemanden stören. Übrigens ist im Moment Subtober oder September. Alle Subs sind im Moment extrem günstig, deswegen, die kosten, glaube ich, nur die Hälfte. Man unterstützt für die Hälfte und unterstützt nicht für das Gleiche, was sich merkwürdig anhört, was aber genauso ist. Also ist jetzt eine günstige Zeit für sowas, wie auch immer sich das anhört. Oh nein, und wie gesagt, ja, ich kann das mit dem Support nicht kompensieren. Ich kann das nicht begreifen, was hier passiert. Ich kann nicht begreifen, was das für mich bedeutet. Ich kann selber gar nicht fassen, dass das so ist. Moin, Sensenmann, schön dich zu sehen. Moment. Ja, das ist okay, ich habe keine Angst vor dir. Außerdem sind Vampire meistens schon gestorben. Einmal zumindest. Ich habe keine Angst vor so etwas. Ja, ich kann das nicht kompensieren, wie gesagt. Ich kann das nicht fassen. Aber, nee. Dieses Buch hat einen sehr langen Titel. Chrono Trigger. Das Abenteuer des Jungen, der nicht sprechen konnte, aber trotzdem intelligent genug war, durch die Zeit zu reisen. Hey, das Spiel ist so gut, ich wollte es auf den Kanal bringen. Malex, war Arsch. Lang und hohl. Wow. Wow. Aua. Das stimmt gar nicht. Und das stimmt, Chrono war wirklich zu dumm zum Reden. Verfluchte Monster, ich hasse sie. Am liebsten würde ich jeden Einzelnen in den Kopf abreißen. Dann mach das doch. Oh mein Gott, sieht man, dass ich so leicht glasige Augen habe? Nein, oder? Sehr gut. Wir müssen nicht darüber reden. Wir sind hier unter Freunden. Das ist alles nicht so schlimm. Verdammt, wenn ich nicht bald wieder arbeiten kann, drehe ich noch durch. Was hält dich denn davon ab? Ich bin Minenarbeiter durch die Kristallmine von bla bla fucking bla. Wir wissen das. Jeder erzählt uns dasselbe. Warum seid ihr nicht alle im selben Haus? Macht eine Versammlung oder sowas. Dann höre ich das nur einmal. Und warum kann sich hier jeder normale Typ ein Hausmädchen leisten? Was ist denn hier los? So, unten sind, glaube ich, noch Geschäfte, von denen wir noch nicht waren. Diese ganze Stadt ist so riesig, das dauert so lange, hier durchzukommen. In dem Haus waren wir... Ich dachte, hier gibt es vielleicht doch einen Dieb, leider nicht. Ich weiß nicht, ob wir in dem Haus waren. Nein, wir waren hier noch nicht. Mir würde die Frau auffallen. Ah, cool! Ich finde es schön, dass man die Spiele kennt und mag. Weil, ich würde es nicht spielen, wenn ich euch das nicht... Wenn ich nicht denke, dass es zeigenswert. Willkommen in Gardon, Freunde. Unsere Stadt ist voller Leben und Fremden sehr freundlich eingestellt. Leider sind alle Wachen, die hier vom Clan Sonn stationiert sind, wieder abgezogen. Und so hoffe ich, dass ihr keinen Ärger macht. Aber ihr seht nicht so aus. Ha, wenn du dich da mal nicht täuscht, Kleiner. Eine Frau. Danke, wir schauen uns einfach mal ein wenig um. Also, sie hat keinen Quest für uns. Chat! Sie fragt, ob wir keinen Ärger machen wollen. Brauchen wir einen neuen Vampir? Yay oder nay? Halt, Viole. Okay. Krankheitsserum erhalten. Wow, gut. Wir gehen aber erst in das Haus. Solange könnt ihr entscheiden. Hallo. Oh, hallo! Hallo. Darf ich fragen, was euch nach Gardon getrieben hat? Ach, wir besuchen gerne mal neue Städte, von denen wir bisher höchstens nur gehört haben. Ah ja, da seid ihr mir ja sehr ähnlich. Ich reise auch gern in der ganzen Welt herum. Mein absoluter Traum wäre aber mal eine Besichtigung von Pharaos der Pyramide. Ja, komm vorbei und sag Hi, Rina. Doch leider scheint niemand zu wissen oder sagen zu wollen, wo man diese Pyramide findet. Auf YouTube und Twitch. Dabei hätte ich mir die zu gerne einmal angeschaut. Was interessiert dich so daran? Ach, abgesehen von der Einzigartigkeit der Pyramide, interessiert mich vor allem die Dinge, die darin vor sich gehen. Es wird ja viel gemunkelt. So? Nun, angeblich ist die Pyramide voller Schätze des Pharaos, die er nach seinem Tod, dort hinterlassen hat.
Außerdem soll dort regelmäßig irgendwelche mysteriösen Rituale von den Bewohnern der anliegenden Stadt stattfinden. Die würde ich auch zu gerne mal sehen. Hi, Suvia, es ist nichts passiert. Und wir rennen hier durch die Stadt und machen die Quest wieder. Wir überlegen gerade einen neuen Vampir zu rekrutieren. Na, sicherlich bekommst du irgendwann die Gelegenheit dazu. Ich hoffe es. Ja, ich hoffe es auch. Das ist so merkwürdig. Ich frag mich, ob Ustra oder die Elras nun die Bösen waren. Die Elras waren die Bösen. Ganz einfach. Wir rennen hier einfach nur rum und nehmen Quests und verwandeln gleich jemanden in einen Vampir. Außerdem waren wir halt unten bei Vince und Venard und wollen jetzt Elaine töten, um das auch mal für alle zusammenzupassen. Wir versuchen gerade Elaine zu töten, damit die in die Blutebene kann und Vincent Venard befragen kann nach ihrem Leben. Und dafür brauchen wir jetzt, dafür muss ich Walner opfern und muss mit einem Menschen schlafen. Damit wir Blut von einem Menschen kriegen, der mit einem Vampir geschlafen hat. Hallo? Walner, das ist ein Baby. Worüber willst du dich mit dem unterhalten? Über die modische Windel oder was? Ja, schon gut. Was kann der dann? Brabbel, Mama, Kaka, Brabbel. Okay. Guten Tag. Arthas. Darf man fragen, was mir die Ehre verschafft? Wir hören uns ein wenig um. Vielleicht gibt es ja irgendwas, etwas Interessantes zu erfahren. Oh ja, mein Sohnemann spricht nun sein erstes Wort. Blut? Wie? Nein, Apfelkuchen. Ist doch toll. Ist das nicht toll? Apfelkuchen? Ist das nicht ein wenig zu schwer für ein so kleines Kind? Naja, meine Frau und ich sind sich auch noch nicht ganz sicher. Vielleicht ist es auch Bananensirup. Ja, das ist toll. Komm, wir gehen. Hey! Sayo, schön dich zu sehen. Okay, wir haben gesagt, wir machen einen neuen Vampir. Einen neuen Vampir! Komm her! Was kannst du denn werden? Ein Mage oder ein Krieger? Oh, vielleicht auch ein Lord. Wir warten noch ab. Oh! Nein, doch, vielleicht, maybe, ja, nein. Dann nehmen wir einen Mage. Vampirmagierin erschaffen. Wiedersehen. Der Chat hat entschieden, was soll ich machen? Ich hoffe, jetzt ist das ganze Dorf sauer. Oh, was habt ihr getan? Ich fasse das jetzt nicht wieder zusammen. Chat, ich überlasse euch das. Aber im Grunde nicht viel, um das so zusammenzufassen. So, wir waren im ganzen Dorf. Ich kann auch die Mucke nicht mehr hören aus dem Örtchen hier. Auch wenn sich das böse anhört, ist die Wahrheit. Nochmal hier überall hintergucken. Nicht, dass wir doch einen Dieb verpassen. Oder so. Ein Geheimnis versteckt sein soll? Welches Geheimnis genau? Das wäre natürlich jetzt super. Es ist natürlich jetzt super vage. Ich habe nämlich keine Ahnung von. Also es gibt ja jede Menge Geheimnisse. Es gibt ja tausend irgendwas Geheimnisse. Aber etwas Bestimmtes? Dann müsste ich erst genau wissen, worum es sich da handelt, weil sonst würde ich erstmal sagen, nein, das kenne ich auch nicht. Ja, wir müssen Elaine töten. Elaine möchte Vincent befragen, genau. Irgendwo müsste doch das Bordell sein. Das Bordell! Sexy Ustra. Guten Tag! Oh Gott, ihr habt mich gefunden! Ah, eine der Diebinnen aus Mestor. Bitte, lasst mich gehen! Xanthenia. Ich glaube, du wirst uns noch sehr nützlich sein. Verschwindet! Wie mache ich das verwandeln, ne? Das sind doch die Irren aus Mestor. Verdammt, wir haben nämlich nur gefunden. Komm her, Mädchen! Und nun mach dich nützlich. Na, ob das wirklich so gut ist, bezweifle ich doch stark. Du wirst ihren Nutzen schon noch zu schätzen wissen. Sexy Ustra.
Das ist genau meine. Warum verlegen wir unser Hauptsitz nicht hier hin? Na, das sieht ja hier sehr schmuddelig aus. Genau der richtige Ort für unser Vorhaben. Wenn es nicht schon... Wenn ich jetzt schon machen muss, dann aber mit der besten Dame des Hauses. Jetzt auch noch wählerisch werden. Er hat recht, Aska. Ich nehme an, oben sind die Zimmer für solche Dinge. Willkommen in magische Begierde. Hier werden alle Männerträume wahr. Danke, wir werden mal schauen, was es hier so gibt. Wow. Hier gibt es natürlich gute Laune und hübsche Frauen, was sonst? Ja, danke. Syphilis ist bei Vampiren sehr unangenehm, höchstwahrscheinlich, ja. Der mit dem Umhang ist immer wirklich süß. Aska! Umhänge werden doch wieder in. Entschuldigen Sie bitte, aber ich möchte in Ruhe mein Bier und die Frauen genießen. Ich komme nicht wegen der Konversation in solchen Etablissement. Spießer. Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Hey, ihr könnt ja nicht drauf, solange Jenny tanzt. Oh, Entschuldigung. Oho, der sieht aber groß und knackig aus. Ich hoffe, der hat auch noch Geld. Wow. Die Ritter greifen Asgards Schloss an. Okay, 5 Stück. Wir machen mal eine starke Front und gehen mit Vampiren an den Start, oder? Starke oder schwache Front, Chat? Vampire opfern? Das ist doch nicht mal eine Herausforderung für die Schnipsen hier. Ist einfach so, ich würde das auch ohne Geld kriegen. Vampire in den Kampf schicken? Oder Söldner? Fußvolk! Nein, keine Vampire opfern! Okay, ich sehe schon. Okay, ihr heißt Dennis, Dorian und dann Bardo. Dennis, nein! Dumm, Podo, Podo, du! Ich hab keinen Namen für dich. Dadala, nein! Dorothea! Transalia! Okay. Du schickst doch auch nicht zuerst den Schattenrat. Nun. Ich wollte doch nur ihren Gedanken lesen. Ah ne, stimmt. Das haben wir schon. Ich würde mit dir reden. Hallo? Na ihr Süßen, ich hoffe ihr entspannt euch gut. Aber sicher doch. Das ist gut. Aber auch kein Wunder, denn schließlich erfüllen wir alle Wünsche. Ihr versteht, alle? Guten Abend, Miro. Schön, dich zu sehen. Na, meine Lieben, darf es etwas körperliche Liebe sein? Danke, wir überlegen noch. Ihr überlegt noch? Oh Gott. Was haben wir heute nur wieder für merkwürdige Gäste? Drangsalia, ernsthaft? Ja. Verdammt, Jenny schnitt mir total die Show. Ich hasse sie. Okay. Na, Jäppchen, wollt ihr was trinken oder soll es ein wenig mehr sein? Wir wollen uns das hier erst einmal ein wenig anschauen. Haha, tu das. Und wenn ihr auf den Geschmack gekommen seid, dann meldet euch bei mir oder geht gleich nach oben. Da könnt ihr euren Hunger stillen. Na, ist das heute wieder ein anstrengender Tag? Aber immer schön lächeln. Ja, lächeln und winken. Hi, Fiole gefunden. Yes. Guten Tag, hi. Hallo? Hallo? Na, wie kann ich euch helfen? Wollt ihr zu den Mädels oben? Ja. Dann geht einfach hoch. Die Mädels nehmen ihr Geld dann direkt von euch, wenn ihr euren Spaß hattet. Und den werdet ihr haben, versprochen. Meine beste Hälfte in-game? Meine bessere Hälfte ist 600 Kilometer von mir entfernt, deswegen muss ich umziehen. Die bessere Hälfte ist aber mit dem Chat. Oh ja, Spaß werden wir sicher haben. Jenny ist wirklich ein super Mädchen. Wenn sie tanzt, ist die ganze Bude voll. Sonst noch jemand? Hey, schicker Mantel. Hey, ihr seid jetzt zum ersten Mal hier. Ich bin Stammgast, aber euch habe ich hier noch nie gesehen. Ja, wir sind zum ersten Mal hier. Macht ja nichts. Irgendwann ist immer das erste Mal. Ja. Wie soll das noch weitergehen? Ihr habt wohl
gleich eine neue mitgeschleppt. Wie viel will sie denn? Was? Du dreckiger Mistkerl. Oho, und wild ist sie auch noch. Ja, ich denke, die könnte es nach ganz oben schaffen. Oder unten, je nachdem halt. Spring ihn um! Wir gehen lieber. Sonst endet das hier in einem Massaker. Das tut es doch früher oder später sowieso. Das ist korrekt. Die Tür ist abgeschlossen. Hey, da ist ein Schlüsselloch. Mal schauen, vergiss es! Spaßverderber. Das ist jetzt nicht, was ich denke, oder? Hey, ich fürchte doch. Wie erbärmlich ist das denn? Also ich finde, das hat Stil. Was es alles gibt? Gleich kommt dein Auftritt, großer Held. Dürfte dir ja nicht allzu schwer fallen. Du warst ja schon immer ein großer Menschenfreund. Asgar, sei nicht so unsensibel. Wir müssen es tun. Wir müssen herausfinden, was Vincent Vinat noch weiß. Naja, schon gut. Hier in der Tür steht Lyria. Wohl der Name der Dame. Hey, ihr! Schön anstellen und warten, bis ihr dran seid. Wie wär's, wenn wir sie umbringen? Es gibt sicher noch einen vernünftigeren Weg. Man könnte in die Schlüssellöcher gucken. Wollen wir das wirklich? Hey, da ist ein Schlüsselloch. Ach Gott. Ja! Smack him like it's hot. Smack him like it's hot. Okay. Hey, ihr müsst auch alle warten, wie wir. Eigentlich haben wir es eilig. Kann ich verstehen, aber ich hab schon ewig gewartet. Wie wär's mit 500 Filar? Unten steht deine Frau. Lügen. Okay, wir versuchen's. Was? Oh mein Gott, ich muss sie weg. Wo steht sie? Vorne am Eingang. Ich muss mich verstecken, verdammt. Lügen. Hat noch nie jemandem wehgetan. Boah, da knackt aber ganz schön das Bett. Was zur Hölle ist denn hier los? Das muss ich aber doch gucken. Okay, sehr rhythmisch. Perfekt. Guten Tag, hallo Mozart, was geht? Lustiger Mann. Wollt ihr auch zu Lyria? Oder besser, oder steht ihr mehr auf die böse Missy? Oh nein. Eigentlich wollen wir uns nur ein wenig amüsieren. Mit wem ist uns egal? Missy bearbeitet leider gerade einen Kunden. Lola ist auch beschäftigt und Lyria macht sich ein wenig hübsch. Aber bei ihr kann das sich immer um Stunden handeln. Verliert sie dadurch nicht jede Menge Kundschaft? Sie kann sich das leisten. Sie ist die Beste. Ich will sie besuchen. Schön anstellen, Freundin. Wir warten ja auch. Aber es ist dringend. Lyria ist bereits weg. Das glaubt ihr doch selber nicht, billiger Trick. Okay. Na, was gibt's? Wir wollen zu einer der Damen. Ha, das wollen wir doch alle. Aber ihr müsst warten, bis ihr an der Reihe seid. Okay, was willst du haben? Ihr scheint es ja echt nötig zu haben. Na fein. Dann will ich ja kein Unmünzschein. Spielen wir das gute alte Münzspiel. Ich werfe eine Münze, ihr entscheidet über Kopf oder Zahl. Wenn ihr richtig geraten habt, lasse ich euch vorbei. Wenn ihr verliert, bekomme ich 10 Filar von euch. 10 Filar? Da haben wir ja nichts zu verlieren. Los geht's. Kopf oder Zahl. Kopf oder Zahl, Chat. Neben den rhythmischen Geräuschen, die wir hier so hören, es tut mir leid, dass ihr die ganze Zeit mithören müsst. Ha. Dip. 5, 4, 3, 2, 1, 1 ist auch Kopf. Okay, dann machen wir mal den Kopf. Es ist Zahl, ihr habt verloren. Danke für die 10 Filar. Verdammt. Hier ist das Geld. Danke. So, wir reden nochmal mit ihm. Und vielleicht können wir ja eventuell hier was anderes machen. Also Lügen klappt nicht, dafür sind wir nicht clever genug. Deswegen gucken wir mal, ob wir was für ihn tun können. Aber es ist dringend. Willkommen im Club. Würdest du mich vorlassen? Nun, wenn ihr mir einen Teddybär besorgen würdet, lasse ich euch vielleicht vor. Wir haben einen dabei. Wirklich? Oh, hervorragend. Na schön, das dauert mir hier zu lange. Ich mache lieber meine Tochter mit diesem Teddy glücklich. Okay. So, dann haben wir nur noch das mit Kopf oder Zahl. Das machen wir aber später.
Wir reden nochmal mit den Gästen. Hallo. Niklas. Oh Mann, was für hübsche Mädchen. Ich wünschte, meine Frau hätte solche Rundungen. Irgendwo müsste ja auch die Mine dann sein. Ist wahrscheinlich hier irgendwo. Lies die Gedanken. Ja, ich denke, er ist... Oh. Ah, ein Hahn! Hat er Blut? Ich hoffe, der hat Blut, der Hahn. Ja, der Hahn hat Blut. Perfekt. Mehr wollte ich doch gar nicht. Fehlende Intelligenz kenne ich nicht. Sagt mir gar nichts. Boah, 33 Damage. Ich will ja ein bisschen picken. So, okay. Wir könnten übrigens doch in diesen einen Sumpf gehen. Das können wir jetzt mal eben machen. Weil wir sowieso gerade so ein bisschen mehr der Questhydra... Wir sollten sowieso mehr der Questhydra frönen. Und eine Sache, die wir machen können, ist, wir können in diesen komischen Sumpf gehen und diese Leiche suchen. Das müsste irgendwo hier vorne sein. Das sollten wir mal tun. Aus dem Grund, weil, wegen, deswegen. Das machen wir am besten jetzt. Ist so mein Plan. Hallo? Oh, Shanna. Aber Shanna ist zu heftig. Okay, macht aber nichts. Cool. Okay, interessant und interessant. Oh, hier unten müsste irgendwo der Sumpf sein. Da laufen wir gleich mal eben zu Fuß hin. Oder da über die Brücke. Ich habe keine Ahnung. Aber hier ist zumindest die Stadt, wo wir wissen, dass es von hier aus losgeht. Nämlich die gute Stadt Mestor. Lass uns mal eben schauen. Ich wollte schon sagen, wieder ein Brückenkampf? Nein. Nur ein paar tausend Füßler, alles in Ordnung. Das Übliche. Worauf man halt so trifft in der Wildnis. Übergroße Tausendfüßler. So. Zwei rasende Persönchen haben wir dabei. Mehr Intelligenz bedeutet doch hier bei dem Spiel mehr Zauberkraft, oder? Deswegen ist bei dem Stab für die Magierin auch mehr Int drauf. Damit die halt besser. 600 Erfahrungspunkte für so ein paar pisselige Tausendfüßler? The fuck? Ah. Guten Tag. Komm zu Papa. Blutführer erhalten. Seele erhalten. Blut der Gruppe um 19 erhöht. Das nächste Mal aber wieder einen Menschen. Mal gucken. Das wissen wir, wenn es soweit ist. Aber hier jetzt müsste die Leiche sein. Das hier ist wohl die Leiche, die wir plündern sollen. Was liegt denn bei ihr? Mal schauen. Was war das? Das Skelett lebt. Wer wagt es, meine Ruhe zu stören? Du elendes Skelett wirst jetzt eine ewige Ruhe finden. Ich habe vorher nicht gespeichert. Ah! F1! Ich darf nicht sterben. Deswegen mache ich einfach mal Panikgeräusche. Oh mein Gott! Das war viel Damage. Und die Mucke hört sich extrem nach Boss an. Fuck! Wir müssen die Magierin am Leben halten, egal was passiert. Der Rest kann ruhig mal in den Dreck fallen. Wir werden alle unser Blut benutzen, es macht keinen Sinn, was anderes zu tun. Ja, unsere Eier sind gegen deine Angriffe gepanzert, ist einfach so. Das Skelett können wir wahrscheinlich auch wenig Blut saugen. Das wird wahrscheinlich wenig bringen. Aber komischerweise
erinnere ich mich ziemlich genau an diesen Sumpf. Weil hier kann man sehr gut die Wildschweine jagen für, null Schaden, kritisch sogar! Ja, Mann! Damit hat Silvett nicht gerechnet. Damit wohl auch nicht, Vollidiot. 650 Erfahrungspunkte ging also. Immer diese minderwertigen Skelette. Hey, die sind immer noch klüger als diese dummen Zombies. Während ihr euch streitet, schaue ich mal, was er bei sich hat. Schutzring erhalten, Regenerationstrank erhalten, Stahlschwert erhalten, Stahlschild erhalten, Stahlhelm erhalten, Blutrune erhalten, Speicherstein erhalten. Okay, das hätten wir. Achso, was macht denn der Schutzring? Entschuldigung, ich war jetzt abgelenkt. Macht einfach nur Verteidigung plus. Naja, gut, ich meine. Ah, Aska, komm, du, ich weiß, dass du über den Dreck fällst. Nimm das. Nimm es dankend an und freu dich. Was sind das eigentlich für Viecher? Kann man die auch aussaugen? Das ist der einzige. Ah, die sehen nicht essbar aus. Die sehen nicht essbar aus. Versuchen trotzdem mal. Ah, doch, die sind essbar. Ja! Cool! Weiterhin, null Schaden. Wir müssen aufpassen, dass unsere Magierin, wie gesagt, nicht stirbt. Das wäre ein Problem. Alles andere ist völlig egal. Klatsch, 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 klatsch. Auf geht's, es geht los. Hier können wir auch. Oh man, die sind aber relativ stark, wenn ich das mal so sagen darf. Moment mal. Man kann nichts überstürzen hier. Im Leben retten. Oh, 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 ich dachte, du gehst drauf, kleine Kreatur. 31 Schaden, sehr gut. Die Krallen sind echt nice. 750 Erfahrungspunkte, wow, Aska erreicht Level 12. Erfahrung ist echt was dabei, komm her! Komm! Komm zu Papa! Das nächste Mal wieder ein Menschen, ja. Da ist noch eine Kiste. Hier ist der Ausgang. Da ist ein Ausgang. Okay. Dann wollen wir mal gucken, was in der Truhe drin ist. Sicher ist sicher. Da sind auch noch mehr Truhen. Wow. Eine ganze Menge Loot hier. Dafür, dass der Ort so klein ist. Ein Dietrich erhalten. Speicherstein erhalten. Cool! Mega cool! Ah! Halte ich mal eben selbst, das ist sicherer. Elaine, du darfst den essen. Den Gockel. Au! Den Rest darf einfach zuhauen. Schön, dass wir immer mal wieder Vampire machen. Ich will nicht zu viele machen. Das gehört sich einfach nicht. Aber mit drei Städten haben wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr Einkommen und ein bisschen mehr Geld. Wir können also gleich mal in Ruhe schauen, was wir dort noch so bekommen können. Achso, wir müssen. Ja, in welchem Haus war das denn mit dem. Achso, das ist das mit der Altersdemenz. Ja, jetzt können wir hier gerne Bescheid sagen, dass wir was rausgefunden haben, wie man Altersschwachsinn bekämpft. Bitte schön. Habt ihr schon rausgefunden, wie ich meiner Mutter helfen kann? Ja, haben wir. Ja, wirklich? Sagt schon, wie?
Man muss ihr einen Tee aus Xamoswurz und Schwarzbeeren kochen und ihn deiner Mutter dreimal täglich zu trinken geben. Hm, das könnte ich auf jeden Fall mal probieren. Wo habt ihr das her? Aus einem Medizinbuch von einem Arzt oder vom Heilern des Clans. Chat! Aber nicht wie in einem vollen Gasthaus jemanden verwandeln. Nein! Ich mach sowas nie! Oh, 1 und 2. Oh, nee, 1 ist definitiv jetzt vorne. 1 ist ganz knapp vorne geworden. Na gut, dann lügen wir sie halt nicht an. Aus einem Medizinbuch. Ah, okay, ich hoffe, dieses Buch behält recht. Hier, nehmt das als Dank. Einen Lebensank erhalten, einen Regenerationsank erhalten, eine Lichtrune erhalten. 12.375 Erfahrungspunkte erhalten. Valna erreicht Level 14, Alain auch, Aska auch, die Magierin erreicht Level 13. Wir hätten uns auf eine Lüge einigen sollen. Die Steuern gibt es nur von den Hauptstädten, oder? Jedes Schloss, was ich einnehme, hat auch nur eine einzige Stadt in seinem Kader. Also theoretisch in jeder Stadt, in die mich jemand verwandelt. Außerhalb gibt es Menschen, die kann ich ruhig verwandeln in der Theorie. Das wäre egal. Ja, sprecht euch ruhig ab. Ist das hier drin gewesen? Ja, genau. Sie wollte, glaube ich, dass ich diese Leiche suche. Hallo? Habt ihr die Leiche schon geplündert? Ja, haben wir. Gott sei Dank. Was für Krempel hatte sie denn bei sich? Ach, das hier zum Beispiel. Schon gut. Pack es erst gar nicht aus. Ich will es gar nicht sehen. Wie schaut es mit unserer Belohnung aus? Hier, nehmt das hier als Zeichen meiner Dankbarkeit. Regenerationsank erhalten. 1000 Filar erhalten. Damit wären wir wohl quitt. Danke. Da war noch eine zweite. Chat! Ein Discord ist ein Chatroom, in dem wir uns befinden, beziehungsweise ein Chatprogramm, was sowohl als auf Handy als auf Desktop funktioniert, weil ich bin nicht sehr aktiv. Und ist auch völlig kostenlos. Da kann man sprechen und schreiben. Genau, das könnte ich theoretisch komplett verwandeln, das ganze Bordell. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Okay, ich glaube, wir lügen die an. Da war noch eine zweite! Was? Eine zweite Leiche? Oh Gott! Das wäre ja noch mehr ekliger Krempel gewesen. Naja, ich denke, dafür, dass ihr mich davor bewahrt habt, das Zeug hier bei mir zu Hause ertragen zu müssen, gebe ich euch noch einen kleinen Bonus. Heilelixier erhalten. 12.600 Erfahrungspunkte erhalten. Valna Level 16, Elaine Level 16, Aska Level 16, Magierin Level 15. Questen lohnt sich. Halt langsam, aber regelmäßig. Halt sehr gut und regelmäßig. Okay. Trank und Trank. Die hat noch nichts Neues gelernt. Boah, gehen wir hoch im Leben. Das ist ja unfassbar. Das darfst du ja gar keinem erzählen, wie unser Leben stackt. Und die Moral von der Geschichte: Lügen lohnt sich ordentlich, ja. Bei Vampire Storm schon. Verlassen wir es dabei. War hier sonst noch was? Ich meine, wir können mal eben kurz nach Hause gehen. Nein. Wir können mal eben kurz nach Hause gehen und mal eben gucken, ob die Diebe was Neues für uns geklaut haben. Und dann, ja, die eine oder andere Sache für die Quest-Hydra halt erledigen. Und mal eben unser aktuelles Quest-Log gucken, was es noch so zu... Was noch so gibt. Mock.
Das kann er, der Ustra. Er liebt Hühner. Entschuldigung. Ich versuche mit ihm zu kommunizieren. Ich versuche hier Anführer zu werden. Damit wir eine Armee von Hühnern regieren können. Damit wir dann noch bessere Verteidigungsmöglichkeiten haben. Mache ich Zuflucht? Oder fliege ich eben hin? Wahrscheinlich eben hinfliegen ist billiger vom Mana her. Oder vom Blut her. Okay, über die Wüste fliegen macht keinen Damage. Das ist schon mal gut. Genau. Nein, nein, ich will da nicht hin! Wir könnten auch unseren Sargmeister hier verwandeln. Das wäre auch in Ordnung. Kann man Tiere verwandeln? Nein. Die Hühner töten dann die Elders. So ist es! Die haben nämlich... Hühner als Grabwächter. Leute. Hier spricht das Blatt und ich bringe euch Chatlas. Das ist korrekt. Das ist korrekt. Ich will eine Armee von Hühnern. Hühner besser als Grabwächter? Nein! Nein, nein. Ich habe ein Bild gesehen. Ente? Dann siehst du, wie so eine Ente auf dem Wasser schwimmt. Vampirente! Du siehst das gleiche Bild, nur sie hat keinen Schatten im Wasser. Oder sie hat kein Spiegelbild im Wasser. Von daher, wie wär's wohl bei einem Huhn? Wir lesen nochmal ein Briefchen. Ja. Danke, dass Sie mir zurückgeschrieben haben. Ich habe die VD2-Demo noch nicht gedownloadet, doch da ich nicht ein Fan von Demos bin und da es mir zu lange ging, wann kommt denn Vampire Stone 2 heraus? Und ist es normal, dass ich um die Demo zu downloaden eine Stunde 50 brauche? Schreiben Sie bitte zurück. Ja, das ist sicher normal. Der Server hat eine spezielle Geschwindigkeitseinstellung, die unabhängig von der Geschwindigkeit der Internetanbindung die Downloadzeit von Vampire Stone auf genau eine Stunde und 50 Minuten setzt. Alter, das kannst du den Leuten nicht erzählen, Malek. Sie glauben das. Die Panik dann und so. Gibt's hier was Interessantes? Offensichtlich nicht. Da gibt es nichts Interessantes. Ich dachte nur, ich hab wieder gedacht. Aber ich will nicht so gut denken. Ist nicht so einfach. Ist mit dem Denken nicht so einfach. Tut mir leid, dass ich denke. Auf jeden Fall haben wir schon drei Burgen, was ja nicht unbedingt schlecht ist. Und wir haben jede Menge Geld. Oh mein Gott, das greift einfach direkt. 5512 Filar, gib mir mein Geld. Erstmal für 5 Seelen ein bisschen speichern. Wir haben genau 30 Seelen. Nein. Haben wir immer noch 30 Seelen? Abbrechen braucht trotzdem die Speicherung. Fuck! Na gut. Deswegen bekomme ich Elras Tun. Hör auf damit! Das stimmt gar nicht. Stimmt überhaupt nicht. Mist. So, wir gucken mal. Jetzt habt ihr doch hier Freunde. Ist doch alles in Ordnung. Ihr den Sklaventreiber! Sei lieber froh, dass ich dich nicht in einen dummen Zombie zu einem dummen Zombie gemacht habe. Ein Heilbalsam, ein Krankheitsserum, ein heiliger Sand und ein Speicherstein eh gefunden. 1096 Filler. Boah, Geld kriegen wir echt ohne Ende durch die beiden Dinge im Moment. Mehr Kinder der Apokalypse wäre natürlich schön und mehr, was, wenn das Hund einen Dialekt hat? Das wäre okay. Guten Tag. Wie viel kosten im Moment die Krieger? 320 Filar. What? Ihr könnt euch 23 leisten. Na gut, gebt mir 20. Hier, Blutpizza. Ich nehme die. Was sind da drauf? Erstmal werden wir unsere Leute ein bisschen verteilen, damit alles ein bisschen... besser verteidigt ist. Meiner Meinung nach zumindest.
Deswegen holen wir jetzt hier erstmal 32, haben wir im Moment hier. Wir lassen hier mal... ich will 10 verteilen. Wir lassen hier mal 22. Packen hier nochmal 5 rein. Und packen oben auch nochmal 5 rein. So, dann haben wir nämlich hier auch locker wieder über 20. Und wir müssen unsere Stärke so ein bisschen dominieren. Und wir dürfen keins der Schlösser verlieren. Das ist im Moment mein Plan. Und dann können wir halt keine Ausrüstung für unsere Leute kaufen. Das finde ich im Moment gar nicht so schlimm, weil wir sind Vampire, wir kriegen das schon hin. Auch wenn ich immer viel jammer über unsere Vampirfreunde. Das geht schon. Wenn das Huhn zum Thema wird, dann weißt du, du bist bei mir. Übrigens ist Chaos Elisa immer noch unser Boss. Ob das so bleibt, ich weiß ja nicht. Vielleicht möchtest du dem Ganzen folgen, dann hättest du dich das erledigt und du wirst der neue Boss. Nur an dieser Stelle. Ich überlege gerade, wo ich hinfahre. Fliege. Ich wollte mein Menü aufrufen. Das mache ich am besten. So. Aufgaben. Folter ein Magier. Die Dame des Hauses, ja, das weiß ich. Level 15 müssen wir werden, um die Krabbe zu erledigen. Stand nördlich von Ordun. Okay. Ich verseuchte minus Level 18. Das kriegen wir hin. Darf ich mal hingucken? Von Ordun, das ist da hinten. Okay. Und davon nördlich. Da gibt es den Strand mit den Krabben. Da wollen wir erstmal hin, glaube ich. Ich denke, das kriegen wir hin. Wir werden ja wohl Krabbi erledigen können. Was kann der denn? Blubber? Toll. Und wenn ein Huhn den Boss verletzt, dann nur damit Ustra Liebe empfängt. So ist es. Ich möchte auch gerne zu Ustras Pyramide. Die ist bestimmt voll cool. So, glaubt ihr nicht auch? Ah, hier ist Astran, okay. Dann speichern wir mal hier. Schon wieder. Aber wir kriegen ja auch immer die ganze Zeit welche, von daher habe ich jetzt nicht so Angst. Und hier muss es irgendwo einen Strand... Okay. Und hier muss es irgendwo einen Strand geben. Ah, Insekten! Und an diesem Strand muss es eine riesige Krabbe geben. Ist der gerade weggelaufen? Ja, ich möchte mich verlaufen. Ich möchte ganz viel an der Wand hängen. Ich möchte ganz viel Wandkuscheln machen. Ich mag die Mucke. Ja, aber ich glaube, ich habe keine Taschentücher. Da muss ich echt drüber gehen, wenn ich noch mehr Liebe empfange. Auf der Suche nach Mr. Krebs. Können Sie jetzt etwas verspüren, Mr. Krabs? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Entschuldigen Sie, wohnt hier irgendwo eine Krabbe? Nein, hier wohnen Insekten. Überraschung. Bam! Der erste ist schon mal abgehauen. Das gibt keine Erfahrung. Mist. Hey, Nanami! Schön, dich zu sehen. Again. Dann können wir einen davon erledigen? Dankeschön. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. 270 Erfahrungspunkte. Hallo, Mr. Krebs! Ah. Nein, hier ist Patrick. Nein, hier ist Patrick. Oh mein Gott, Kingler. Kingler ist real. Oh, das ist eine andere Krabbe. Mal gucken, wie stark die sind. Hm, sieht nicht gerade... Ja, okay, von mir aus. Die hauen uns bestimmt platt. 106! Volltreffer! Gut gemacht!
Oh, hat er uns gerade voll getintet? Das ist nicht okay. Mich voll tinten geht gar nicht. Auf damit! Auf jeden Fall haben die eine ganze Menge Leben, aber ich glaube, die haben auch Blut. Das werden wir gleich mal mit unserer Magierin ausprobieren. Klatsch, 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 klatsch. Ja. Die haben irgendeiner Form Blut. Nee, mitmachen mache ich gleich. Beim nächsten Random Kampf, beim nächsten Kampf, der kommt, da werden wir nochmal alle klatschen. Und dann, wie gesagt, richtig klatschen. Egal wo ihr gerade seid, egal was ihr gerade tut. Wenn ich anfange, macht ihr einfach mit. Beim nächsten Kampf. Ich sag euch dann nochmal Bescheid, bevor es losgeht. Wiedersehen, immer dieses. Ich bin. So, wiedersehen, Krebs. Okay, den kommen wir nicht mehr lang, okay. Oh, heiß die Junge. Soll ich speichern von dem Riesenkrebs? Nee, wir haben vorher gespeichert. Komm, kriegen wir hin. Na, das nenne ich mal eine fette Krabbe. Das wird wohl die Krabbe sein, die wir besorgen sollen. Ich glaube, die wird sich wehren. Okay, aber hier können wir nicht klatschen. Das ist doch keine Krabbe! Mr. Krebs, was ist los? Verfehlt? Jetzt blutet die Krabbe für 40. Hahaha! Stimmt, das Kingdom Hearts Mucke, jetzt höre ich das auch. Das seht ihr ab nächste Woche! Nicht vergessen! Haben wir! Haben wir! Ich meine, die Krabbe blutet, was willst du tun? Tausend Erfahrungspunkte erhalten. Krabbenfleisch erhalten. Sieht saftig aus. Achso, hier ist übrigens der Typ. Tja, das erklärt, warum der Koch noch immer auf sein Krabbenfleisch wartet. Laufburschen sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Und darum machen wir jetzt die Arbeit, oder was? Lass uns einfach das Krabbenfleisch besorgen. So, bei diesem Kampf, und ihr habt es gerade gehört, werdet ihr, egal was ihr tut oder was ihr macht, eine Runde mitklatschen, wenn ihr natürlich wollt und gerade könnt. Und ihr wisst schon, ihr werdet es tun! Weil der Ustra, weil der Pharao es verlangt. Also, haltet euch bereit. Sobald. Oh, 5 Stück? Okay. Sobald es gleich losgeht, klatscht ihr alle mit. Gleich geht's los. Aufpassen! Gleich beginnt es! Und go!
Ihr sollt das nicht schreiben! Chat! Dankeschön. Verfehlt? Wie kann man beim Blutsaugen verfehlen? Wir sind Vampire! Erst klatschen, dann schreiben? Das ist okay. ...84er! Volltreffer! Sehr schön. Asgard... Achso, du bist nicht mehr blind, oder du warst nie blind, oder was auch immer. Sehr gut! Einmal müssen wir das machen in 3 Stunden. Ist einfach wirklich so. Ein bisschen die Gelenke auftauen. Achso, Chat, ihr seid gerade viele. Ich habe immer noch die Überlegung, ob wir hier nach White Day spielen sollen. Ein koreanisches Horror-Game. Yay oder nay? Sonst wartet ein anderes Spiel auf euch. Fallout 3. Aber ich denke mal, wir haben genug Rollenspiele im Moment. Deswegen, ich wäre voll für das Horror-Game. Also ich würde fett sagen, yay. Es ist im Stil von Dreadout. Nee. Ein Seestern. Ich bin Patrick. Patrick Star. Genau, wir dürfen alle. Eure Meinung ist jetzt gerade wichtig, weil ihr wisst, wie es ist. Ich brauche den Feedback. Dann mache ich aber gleich eine etwas längere Pause, in Anführungszeichen, weil dann muss ich das Spiel eben einmal runterladen. Ist aber nicht so schlimm. Wenn ich dann aber nicht schlafen kann, bist du schuld. Ist okay. Ist das ein Schiff? Schiffe sind gefährlich. Ich weiß das. Da sind Piraten drauf. Piraten sind gefährlich. Ich weiß das. Ach ja, der Koch. Wo muss ich nochmal mit dem Ding hin? Ach ja. So. Der Koch war oben. Ich muss echt lernen, gerade zu sitzen. Ich krieg voll den krummen Rücken irgendwie. Weil ich immer denke, das Mikrofon hört mich nicht, was voll die Lüge ist. Guten Tag. Habt ihr das Krabbenfleisch? Ja, hier ist es. Gott sei Dank, damit ist das Sasox de Prux gerettet. Habt ihr zufällig den Lieferanten gesehen? Ja, er ist tot. Ja, er macht Urlaub. Check. Währenddessen mache ich eben was anderes. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Okay, ich denke mal, es ist ein, wir werden ihn gleich anlügen. Einen Moment bitte. Hier spricht Astrolat und ich bringe euch Chatlove. Einen Moment, ich habe jetzt den Faden verloren. Nein, ich muss es nochmal machen. Verzeihung, ich mache einmal das Soundboard aus. Moment. Okay. Okay, jetzt habe ich es. Entschuldigung, das musste eben sein. Jetzt kann ich das Soundboard auch wieder anmachen. So. Lügen bringt einen weiter im Leben. Ja, ja, ich weiß. Es ist schwierig zu denken. Aber ich denke mal, wir lügen mal eben den Typen an. So, ja, er macht Urlaub.
Was? Okay, der Kerl kann sich auf etwas gefasst machen. Dieser elende V-Pelz lässt mich hier einfach hängen. Na, immerhin seid ihr gerade noch rechtzeitig aufgetaucht. Daher gebe ich euch einen kleinen Bonus. 4000 Filar erhalten. Und jetzt kümmere ich mich um das Sosso de Prun. 10.800 Erfahrungspunkte erhalten. Balna, Elaine und Asuka erreichen Level 18, die Magierin Level 17. So, ich habe nämlich nebenbei das Spiel schon mal eben besorgt für nachher. Und das andere ist... Soweit alles okay. Ich muss mal eben schauen, ob sie neue Zauber gelernt. Immer noch nicht. Okay. Wir lernen ja sowieso keinen neuen Zauber. Wir müssen das über die Runen machen. Deswegen ist jetzt die Frage, ob wir nochmal zurückgehen und nicht doch mal versuchen, irgendwie mit unseren Runen Zauber herzustellen. Chat? Das kann sein. Aber das ist jetzt auch schon der zweite Teil. Ich weiß ja nicht, ob du den ersten gesehen hattest komplett. Ich denke, wir sollten versuchen, Runen zu bauen. Alles andere hier sieht gerade nicht so aus, dass wir irgendwas machen können. Und wir müssen irgendwo in diese Berge gehen. Ach, Kampf! Wir müssen irgendwo in diese Berge gehen, wegen diesen komischen Echsen. Da müssten wir jetzt auch das Level für haben, da haben wir im Moment nicht die Ausrüstung für. Wir hätten nochmal eben da reingehen sollen und die neuen Waffen kaufen. Vollidiot. Ah, nee, ich meine nur, weil ich weiß ja nicht, wie viel du vom ersten gesehen hast, weil das würde anknüpfen und all sowas. Escape, ich zeig dir gleich Escape. Null Schaden, bester Schaden. Wir gehen nochmal eben in die Stadt, gehen nochmal in den Laden, gucken, was wir kaufen können. Vielleicht bessere Rüstung, alles andere ist mir relativ egal. Volltreffer. Kann man bessere Särge kaufen? Ja, aber ich glaube noch nicht jetzt. Ich glaube, das geht, ja. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, ja. Bin ich mir nicht sicher. Obwohl, ich meine, du willst ja drin schlafen. Du kannst ja auch kein besseres Bett kaufen, außer dass du besser schläfst. Aber da du alle Lebenspunkte ja wieder herstellst und Särge kein Blut herstellen, so oder so, nicht. Aber ich glaube, es gibt bessere Särge. Ein Silbersäbel. Wer ist diese Magierin, die mit uns reist? Wir haben den Vampir selber verwandelt. Wir haben uns dafür entschieden, hier und da mal Vampire zu erschaffen. Bastardschwert. Dankeschön. Hört auf damit. Ich weine gleich noch wirklich. Nein, das dürft ihr nicht. Das dürft ihr wirklich nicht, Leute. Ich kann das nicht kompensieren, ihr wisst das. Was haben wir? Silbersäbel, Silber, keine Ahnung. Silberrüstung. Auf jeden Fall haben wir die beste Ausrüstung gegen Werwölfe. Alles aus Silber. Ich finde es auch schön, dass das Shoppen hier relativ fix geht. Schattenpulver verkaufen wir mal eins. Außerdem verkaufen wir den Eisensäbel, wir verkaufen zwei Piratensäbel, wir verkaufen einmal Eisenkrallen, wir verkaufen einmal Maguskrallen, wir verkaufen ein Eisenschwert, wir kaufen ein Stahlschwert. Die Verdammnisklinge sollten wir nicht verkaufen. Das habe ich nämlich auch schon mal geschafft. Gegen Elstern bin ich hoffnungslos unterlegen. Das stimmt. Oh, das glitzert so schön. Ah! Lass mich runter. Gehörnter Helm. 4 Stück, bitte. Ich hätte mir gerne noch das andere Schild gekauft, aber ich habe zu wenig Cash. Ready Cash. Na komm. So, bessere Ausrüstung. Incoming, gehörnter Helm, go.
Weißt du, alles hast du aus Silber, nur der Helm nicht. Da hast du Hörner dran. Ich bin voll cool, aber ich bin irgendwo auch ein Wikinger. Ich mag auch mein Wikinger da sein. Okay. Perfekt. Hat die Magierin keinen Namen? Nein. Weil wir einen Vampir-Magier erstellen können ohne Ende, theoretisch ohne Ende, haben die keinen Namen. Die haben aber nicht nur... Wir haben nicht nur Magier, die gibt es männlich und weiblich, es gibt auch Krieger und Lords. Ich guck nicht in den Chat. Ich werde jetzt nicht schwach werden. Ich werde nicht in den Chat schauen. Ich werde einfach mich auf meine Aufgaben konzentrieren und mich einfach der Questhydra hingeben. Östlich, okay. Nie ohne, also irgendwo in die Richtung. Aha! Mine! White Echsen! Der Donation-Button ist ganz normal da, wo er immer ist. Der heißt jetzt Trinkgeld. Unter dem Stream. Und wenn du den nicht siehst, ist das auf dem Info-Reiter. Nur mal so als blöder Einwurf. Ich habe das auch gesucht letztes Mal, weil ich jemandem was zeigen wollte. Und ich so... Ja, Da könnt ihr auch übrigens eure Ustrale einsehen jetzt, wenn ihr da drauf geht. Ist kein Witz, ist kein Clickbait. Ihr könnt da drunter gehen und da seht ihr dann eure Ustrale unter Loyalty Points. Okay. Hat er mich gerade angeknurrt, Alter? Was ist denn los mit dir? Elaine blutet, nicht gut. Ich wollte gerade sagen, die sind ganz schön stark. Hör auf mich zu beißen! Die fiesen Viecher, Alter! Ich bin kein Futter! Ihr seid mein Futter! Bringt die Nahrungskette nicht durcheinander! Das macht man nicht! Ist unhöflich! Mann! Gefährlich! Warum gehe ich überhaupt hier hin? Ich habe gerade neue Rüstung gekauft! Jetzt ist meine ganze Silberrüstung voller Bisswunden! Und Beulen! So eine Scheiße! Naja, gut. Das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. 1020 Erfahrungspunkte! Holy fucking shit! Okay! Jetzt werden wieder Level gemacht und natürlich wird auf die Wand gekuschelt, man weiß ja nie. Zum Glück haben wir unsere Heilsklavin dabei. Was? Elaine hat einen mega Ausschnitt? Was? Bei ihm Titties going wild? Das ist doch ganz okay. Grüne Echsen? Hm. Die sehen viel vertrauenswürdiger aus als die weißen Echsen. Die sind bestimmt viel ungefährlicher. Oh mein fucking Gott. Aska, warum hast du eigentlich so wenig Leben? Bluten die jetzt alle? Ist die Frage. Bluten. Okay, das ist schon mal wenigstens, was. Wir bluten jetzt auch. So, bei Elaine ist alles in Ordnung. Tschüss. Schöner 46er Treffer, wow. Nochmal, Nahrungskette. Auf damit. Die Magier sind wirklich gut. Die sind viel besser als der Rest, der da rumrennt, denke ich. Die Vielseitigkeit von Zaubern und
Blutsaugen und heilen ist einfach gut. Solange man natürlich die Gegner aussaugen kann. Wenn nicht, sind die natürlich ein bisschen meh, aber naja, gut. Man kann nicht alles haben, wie man so schön sagt, oder? Und wir sollen alle Gegner hier besiegen. Also machen wir das. Und wir sollten eigentlich unser Blutsaugen-Skill ein bisschen verbessern. Meiner Meinung nach. Bluten, bluten. Und du blutest es hoffentlich auch. Diese Angriffshaltung ist, glaube ich, ein Problem. Wenn wir die angreifen würden, würden die uns zurückhauen. Das wollen wir dringend vermeiden. Es sieht gerade so aus, als ob alle bluten würden. Ja. Oh, da war noch mal 20 Blut drin. Nice! Das Spiel ist übrigens völlig kostenlos. Wenn du das Spiel mal gerne zocken möchtest. Findest du auf vampirestorm.de. Auch natürlich den ersten Teil. Da ist ja voll viel Blut drin in den Idioten. Ja, frag mich was zu SCP, klar. Einfach fragen. Mehr als nicht antworten kann ich nicht. Bam, Tschüssikowski, yes. 1020 Erfahrungspunkte, yay. Einer weniger. Schutzring erhalten. Okay, immerhin etwas. Am ersten bist du noch dran. Ja, ich weiß. Der ist... Aber das Grinden ist das, was manchmal ein bisschen aufregt. Ich verstehe das. Schöne Kristallmine übrigens. 19! Hat Chaos Elisar erledigt! Ach Gott. Jackpot! Dankeschön, 19. Wir wollen dich heute noch weinen sehen. Ach, kommt schon, Leute. Das kann ich nicht! Mein Gesicht muss frei von Tränen bleiben. Ach, Leute. Hey! Danke, Pyro. Viel Spaß beim Bierpong. Bitte nicht nachschauen. Es könnten eventuell... Es liegen Tränen in der Luft. Hüpfevieh? Ach so, das Hüpfevieh, nö, das erschreckt dich nur. Das will dich nicht umbringen. Das ist einfach nur schüchtern und folgt mich halt, weil er denkt, ich komme aus dem Ding raus. Und der unsichtbare Kumpel, da gibt es sowohl aggressive als auch freundliche. Aber das kann man nicht unterscheiden. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig. Er warnt dich nur, dass jemand in der Nähe sein kann. Nur mal das zur SCP eben gesagt. Und du weißt dann halt, oh, ist es Freund oder Feind? Freund oder Feind? Und dann wirst du das merken. Entweder ist der dich oder nicht. 19. Danke nochmal. Mein kleines Gehirn wird wahrscheinlich die nächsten Tage irgendwie einmal so einen Hau kriegen und dann... Dann finde ich vielleicht eventuell Worte für das, was im Moment hier passiert. Es ist, wie gesagt, ich... Meine Güte. Oh Gott. Und welches kleine Ding? Meinst du den Architekten? Der Architekt ist süß. Der will mich ja nicht erschrecken, der Bär. Der rennt ja nur da rum. Der dritte Teil ist noch in der Mache, deswegen spielen wir die ganzen Vampire Storm Titel, denn sobald... Ich denke, wenn ich hiermit fertig bin, haben wir noch so ein Game Zeit und dann kommt die Demo vom dritten Teil und dann werden wir den dritten Teil hier auch machen, natürlich exklusiv, wenn der dann direkt rauskommt, weil das ist mein Plan, das habe ich auch so mit Malex mehr oder weniger... Das heißt, ich habe ihm das gesagt, wir haben wenig gesprochen, beziehungsweise über E-Mail ausgetauscht, gesprochen ist da die falsche... der Schüchterne, das ist... Oh, ja! Helm des Glücks? Das habe ich aber diesmal richtig gelesen, ja. Oh. Irgendwas des Glücks?
Ja, Helm des Glücks. Großer Helm, 31 ab. Schutz vor kritischen Treffern. Nun, dann nehme ich den doch mal. War dieser Fanfare wirklich nötig in der Höhle? Das hat mich jetzt verwirrt, ob das im Game ist oder ob ich jetzt irgendwie... Da muss ich halt meine Spenden versteuern, das macht mir... Weiß ich nicht, ob mir das was macht. Vielleicht. Ach, aber das... Nein! Oh mein Gott. Auf keinen Fall. Macht euch über sowas keine Gedanken, selbst wenn sowas passiert. Dann sage ich euch Bescheid. Und dann kündige ich meinen Job und mach das hier nur noch. Kriegt ihr jeden Tag 8 Stunden Streams, ich schwör's euch. Nur mach ich das wie Co. Wofür steht das S bei SCP? Secure, Contain, Protect. Das sind die drei Abkürzungen von SCP. Sicherstellen, beschützen. Sicherstellen, verwahren, beschützen. Heißt das. Im Gänze. So, lass uns mal. Ah! Die laufen auch so schön auf zwei Beinen, diese. Lupdidu, ja, ich bin hier. Ich bin eine kleine Ex. Ich fühle mich sehr wohl in dieser Mine. Müsst ihr gleich mal auf den Sprite achten von den Gegnern. Wie die so durch die Mine tapern, finde ich sehr witzig. Au! Okay, man darf sie nicht mit Magie anwerfen. Wenn sie in dieser zurückgezogenen Haltung sind anscheinend. Ah, das hat mir jetzt richtig auf den Fressenbären gehauen. Das war nicht okay. Ich mach mal die Kamera ein bisschen höher. Da sieht man mich nicht besser weinen. Ah, Leute, ich darf da nicht drüber nachdenken. Vielen, vielen, vielen Dank. Ich kann es nicht glauben, dass das wirklich passiert. Und dass ihr dass dieses Gesicht das verursacht. Dass so eine Gemeinschaft entsteht. Grabwächter, sag ich nur. Ah! Ich verdiene das nicht! Ich bin unwürdig! Nein, Moment, unwürdig war der bei Zelda. Skyward Sword. Ich muss mir was anderes ausdenken. Ja. Oh Gott. Ich muss eigentlich unbedingt aufstehen in der Pause. Mich ein bisschen strecken, während ich gleich Klogeister jagen gehe und dann das Game installiere. Volle Streckung! Komm ich so schnell wie es zu dir geht, also am 22. Warum ist das Datum so präzise? Okay. Oh, ich will nicht weinen. Also ich glaube, das schalten alle Leute aus, wenn ich weine. Ich habe noch nie geweint. Ich habe noch nie geweint! Ich bin ein Mann! Männer weinen nicht! Ich weiß nicht, was das bedeutet. Außerdem. Ach so, ja, das ist klar. Ja, es ist nicht selbstverständlich. Nein. Es ist auf null selbstverständlich. Ich kann das nicht verstehen, dass das passiert, weil, das ist... Wisst ihr, ich mach das und ich habe damit angefangen und nochmal. Ich habe niemals gedacht, dass das irgendjemand wirklich... Ich habe das immer ernsthaft gemacht und ich wollte das immer machen, dass ich dann... ich habe immer das Ziel gehabt, ja, ich möchte unterhalten, ja, ich möchte das tun, ich möchte authentisch sein, ich möchte ich sein, ich möchte menschliche Reaktionen zeigen, ich möchte mich erschrecken, ich möchte mich freuen, ich möchte Hass empfinden, aber ich möchte es doch nicht übertreiben und wenn ich schauspiele, dann merkt man mir das vorher an. Und das ist auch okay so. Die bluten alle nicht, die Idioten. Guck dir das an, nur der da hinten blutet. Nein. Sollen wir mal eben ändern. Jetzt ist das so und was soll ich dazu sagen? Es ist halt wow. Wie? Oh Gott. Nanami! Vielen Dank. Jetzt kann ich die Schuhe meiner Kinder zurückkaufen. Ah, Scheiße! Und ich will sterben. Das wäre auch egal, wenn ich sterben würde. Wann habe ich gespeichert? Egal. Nanami, unser neuer Stream-Boss mit 1600 Leben. Vielen Dank. Wupp, 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 habe ich nur gelesen.
Ja, flip the table, du hast völlig recht. Du hast völlig... Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Ihr seid crazy. Ihr seid crazy. Vielen Dank. Jetzt kann ich die Schuhe meiner Kinder zurückkaufen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Mit Herzchen auch noch. Warum? Nanami, du hast nicht lange gehalten als Boss. Du bist einfach spitze. Ihr wollt mich nur weinen sehen, ihr verdammten... Die verdammten Wächter, ihr Blöden. Alter, hört auf! Ich kann das nicht. Ah, warum ist da noch einer? Wo kommt der her? Ich hab grad andere... Ich hab grad... Oh, Feinde lauern euch auf. Initiative, anscheinend nicht. Ich hab grad mit Gefühlen zu kämpfen. Mit echten männlichen Gefühlen. Alter, ich kann... Oh mein Gott. Warum auch noch mit Herzen? Hier spricht Astrolas und ich bringe euch Chetla. Ich grinse über beide Ohren. Leute, ihr dürft das nicht machen. Ich werd größenwahnsinnig. Bin ich schon, aber ich meine ja nur. Gott. Ihr wisst schon, dass ich gerade. Ich will euch das erklären, was hier gerade passiert. Ja, lay down, cry, try not to cry, cry a lot. Oh Gott. Oh Gott. Leute! Ich will euch das eben nur erklären. Oh, guck mal, wie klein meine Augen werden, also scheiße. Alter. Ich will euch das eben erklären. Ich habe gerade eben, weil wir drüber nachgedacht haben, danke nochmal übrigens an Pyro für Fallout 3, das ich gekriegt habe, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Aber ich finde, wir haben im Moment genug RPGs, das werde ich an anderer Stelle tun. Ich habe gerade halt White Day besorgt und das habt ihr jetzt alles möglich gemacht, dass das... Oh mein Gott. Einatmen, ausatmen. Denkt nicht an Cowboy Bebop, dann ist vorbei. Oh Gott. Oh. Ihr macht es nicht mit mir. Ich bin euer Pharao. Wenn ich jetzt weine, verliere ich mein Gesicht vor euch. Denkt daran. Das ist wie bei Zwiebeln. Denkt... Heute schlafe ich in einem Wasserbett. Und auf der Couch. Es ist der 9. September. Ihr habt jetzt schon fast die Opfergaben gesprengt. Wenn ich das noch... Oh Gott, oh Gott. Die Abos werden leider nicht dazu gezählt. Ja, Drobo ist da, du sagst es. Leider werden die Abos nicht dazu gezählt zu den Opfergaben, was ich ein bisschen blöd finde. Oh Gott. Nein, keine Zwiebeln! Lass das bitte. Und ich kann es nicht glauben. Das bedeutet einfach, es ist alles so viel leichter dadurch. Es ist leichter, das alles zu tun. Es ist noch leichter, Motivation zu finden. Es ist noch leichter, Zeit für euch zu finden. Es ist die Wahrheit. Jetzt nicht, weil ich meinen Job aufgebe, aber... Volltreffer! Volltreffer! Aber ich meine... Oh... Oh Gott... Aber einfach, weil man... Ja, man... Ja, man will halt dann auch doppelt so viel leisten, weil die Leute an einen glauben und dann, ihr wisst wie das ist, der Glaube kann Berge versetzen und ich will für euch diese Berge versetzen, definitiv, hundertprozentig, weil ich hab da Bock drauf und ihr ermöglicht das und, oh mein Gott, nein, ja, knurre mich an, ja, sei böse zu mir, dann kann ich meinen Hass freien Lauf lassen, da musst du schweinen. Oh Gott, das Knurren hat mich gerade gerettet, glaube ich. Nanami, oh. Chaos Elisa, Elu, Daniel. Alle, die ich jetzt gerade nicht aufzähle, 19. Und alle, die immer so verlässlich im Chat sind, Mika. Der Rest. Miro, ich kann eure ganzen Namen. Ich würde einen Kettenbrief schreiben.
Aber ich habe ein Problem mit Eigennamen. Das ist die Wahrheit. Und... ja, ich hab Bock drauf! Es ist so! Ich hab da Bock drauf! Entschuldigung, aber ja! Ich hab da richtig Bock drauf! Genau das ist es eben! Und wenn ich Feedback kriege und wenn ich sage... hey, Lelania, schön dich zu sehen! Und wenn ich Feedback kriege und so, oh ja, mach doch lieber das anstatt das, das ist schon cool. Oder hier, ich hab mal einen Daumen nach oben oder so ein Blödsinn. Oder hey, ich hab dein T-Shirt getragen und ich hab unterwegs mit Leuten gesprochen, die mich erkannt haben, dass ich das T-Shirt trage. Und wir haben eine halbe Stunde rumgequatscht oder mehr. Und wir treffen uns nächsten Monat zum gemeinsamen Stream schauen. Gemeinschaft ist so wichtig. Freundschaft ist wichtig. Und oh mein Gott, das ist so viel wert. Und es ist so cool, dass ich so ein kleines bisschen Leute zusammenbringen kann. Wegen blöden Games, an denen man Spaß haben kann. Das bedeutet mir so viel. Es ist genau das. Scheiße. Es ist genau das. Man macht etwas besser. Ich will keine Meinung bilden. Jeder muss sich seine eigene Meinung bilden über alle Themen. Ich will keine politische Scheiße verbreiten oder sonst irgendwas. Ich will sagen, es braucht nicht viel, um sich verbunden zu fühlen. Das ist so klasse. Ah! Das ist so klasse. Und das bedeutet, dass wir gemeinsam über Themen reden können, über Themen lachen können, über Themen uns aufregen können. Und wenn man sich auf der Straße trifft, Chaos hat es zum Beispiel erlebt. Ich kann nur das Beispiel nehmen, weil ich von dem kenne, weil ich das Beispiel halt gehört habe. Und man mit völlig Fremden eine Gemeinschaft hat und sich ein Gemeinschaftsgefühl bildet, wo es nicht um Religion geht oder Politik, sondern einfach nur ums Dasein und um Spaß haben. Das ist so toll. Das ist so toll. Das ist großartig. Und das ist... ah, das ist immer genau das, was ich machen wollte hiermit. Das ist genau das, was ich machen wollte, als ich im Kindergarten jongliert habe für die Kinder. In strahlende Gesichter schauen. Und... ah. Ah. Hört auf damit! Thank you. James. ich freue mich nicht! Leute! Ich freue mich nicht! Das ist keine Freude! Mann! Entschuldigung, alle, die das Game sehen wollen. Fuck it! Scheiße! Das ist keine Freude! Ah! Ah! Chaos! Du wolltest doch nur wieder der Boss sein! Gib's doch zu! Ach, scheiße! Mann! Ich bin nah am Wasser gebaut! Ihr wisst das nicht! Ich weiß das auch nicht, anscheinend! Warum sind hier so viele Echsen in dieser Scheißhöhle? Mann! Danach haben wir... erst haben wir ein Problem mit den Echsen in der Höhle, danach haben wir ein Problem mit irgendwelcher... mit der PG da, weil wir irgendwelche Sachen wieder ausgerottet haben! Oh. Immer nur Probleme! Gott! Der Boss hat mittlerweile 2000 AP. Wir haben 10-mal den Boss getötet heute Abend. 10-mal getötet. Den Boss vom Thron gestoßen, Entschuldigung. Oh. Mach das nicht mit mir. Ich mach doch nichts. Ich zock doch nur. Es gibt so viele Leute, die so viel mehr erreichen als nur spielen. Mann. Ich werd verrückt. Das ist der Wahnsinn. Na! Ah. Oh. Gott! Wir machen die Höhle noch fertig. Und dann mach ich Pause. Es lohnt sich jetzt nicht, mit dem Quest abzubrechen. Oh Gott. Für alle die gerade das Game verfolgen und nicht meinen komischen Gefühlsausbruch gerade miterleben wollen. Die letzten, weiß nicht, 10, 15 Minuten. Scheiße nochmal. Ja, Fluchen, hilf! 1000 heulende Höllenhunde!
Verdammt nochmal. Ah. Oh, fuck. Ah, wir müssen jetzt was Männliches sagen. Currywurst. Okay, jetzt geht's wieder, glaube ich. Weiß ich nicht. Oh Gott. Kloppt seid ihr alle. Mann. Spenden nur mehr Australer zum Zack zusammen. Ja, richtig so. Es geht gar nicht um mich. So ist richtig. Damit kann ich viel besser leben. Jetzt geht's mir richtig. Jetzt geht's mir viel besser. Oh, Monster Trucks! Ja. Vampire! Aska, der im Dreck liegt! Und nein, Capes werden niemals in Mode kommen! Traube Viva! Oh Gott! Wiedersehen, Echsenmann! Oh, wir müssen theoretisch noch ein bisschen Blut für unsere Magierin holen. Wie lief meine Quest in Hessen? Ach so, für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Erfolgreich, first try, und das meine ich ernst. Der Job in Hessen ist gesichert, Vertrag ist unterschrieben. Jetzt fehlt noch eine Wohnung, aber das ist das viel kleinere Übel, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Und ich kann endlich auch mit meiner Frau zusammen sein, die ich jetzt schon 600 Kilometer ist weit. Das müssen alle gewesen sein. Sehr gut. Also zurück nach Gardon. Ach so, schön. Sogar noch in der Zeit. Nice. Ehrenkatapult. Wasser des Lebens. Das wird sich interessanter. Ja. First try. Hat alles geklappt. Dankeschön. Dankeschön. Ja. Und ich kann endlich mit meiner Frau zusammen sein, dass mir noch mehr Kraft gibt. Dass mir noch mehr Kraft geben wird, dann noch mehr hier dran zu arbeiten. Und auch jetzt schon. Und danke nochmal da an Sayo. Und danke nochmal für die ganzen Kurzgeschichten, die du schreibst, die ich vorlesen durfte. Und die ihr auch finden könnt auf ihrer Seite. Hilft mir unglaublich viel. Hilft mir unglaublich viel und motiviert mich und schlägt mich auch so ein bisschen, wenn ich mal keine Lust habe und einen streng riechenden Arbeitstag habe. Dann steht sie da und sagt mir, hey, da sind noch andere. Und dann sage ich, ja, okay, und dann machen wir das. Wasser des Lebens heilt auch Vampire? Na, ich weiß ja nicht. Was macht das Saxophon in diesem... Das macht überhaupt keinen Sinn. War ja auch eine Echse? Hier ist gar kein Loot drin. Da kann ich schon mal durch die Wand gehen und da ist kein Loot hinter meiner Wand? Was soll das? Wandloot ist auch nicht mehr... Wandkuscheln ist auch nicht mehr das, was es damals war, oder? Liest du demnächst wieder eine vor? Ja. Ja, ich werde auf jeden Fall wieder Kurzgeschichten vorlesen. Dann wahrscheinlich entweder werde ich euch ein paar Persönlichkeiten vorlesen oder halt Kurzgeschichten oder halt ein Saxophon macht alles besser. Das ist hört auf. Hört jetzt sofort die besten Grüße an einen treuen Grabwächter. Itashas. Itasha S15. Ich habe gerade geweint. Ich werde es nicht wieder tun. Es war ein Aus Versehen. Chaos, Elisa! Mann, ich habe es so eingerichtet, dass ein Sub den Boss sofort tötet. Xelram, schön dich zu sehen. Jetzt brauchen wir zwei. The fuck is going on? Ach ja, wir müssen zur... So, Bübü. Wir müssen zur Bübü-Frau. Auf geht's. Bübü-Frau ist komisch. Kann das nicht ein Mann sein? Du hast Mund. Ich werde dich niemals als Bübü anerkennen. Frau Bübü. So. Noch eine Katze. Hey, du spielst auch gerade Vampire Storm 2. Sehr schön. Irgendein besonderes, also ohne zu spoilern. Irgendwas Besonderes, was du anstrebst? Willst du ganz menschlich handeln? Willst du völlig vampiristisch sein? Was ist dein Plan? Das würde mich gerne interessieren. Weil hier werden wir ja... Hier werde ich ja das machen, was der Chat macht. Und werde dann erst am Ende auf die Menschlichkeit eingehen. Aber würde mich mal interessieren, weil ich habe, glaube ich, einmal... Was habe ich denn einmal gemacht? Einen ziemlich menschlichen Run. So für mich selber. Hallo! Habt ihr die Mine schon von den Monstern befreit? Ja, sicher haben wir das. Ja, sicher. Oh, das sind wunderbare Nachrichten. Jetzt können die Bergarbeiter endlich wieder in die Arbeit gehen. Schön, dass wir helfen konnten. Da war jemand gefangen. Lügen.
Chat! Das meine ich eben. Ah. Leute. Wir haben fast 10 Subs. Das ist unfassbar. Ah, du entscheidest auch ganz spontan. Cool, also mehr oder weniger so wie das hier der Chat entscheidet. Cool, du hast einen Vorschlag. Immer her damit. Ah, da wird jemand gefangen. Da war jemand gefangen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Jemand betritt die Mine, nachdem die Monster da drin waren. Aber egal, hier ist eure versprochene Belohnung. Ich habe einen Vorschlag, nur Söldner. Ah, der Zug ist abgefahren. Damit könnt ihr sicher etwas anfangen. Danke nochmal. Ihr habt der Stadt Gardon einen großen Gefallen getan. Freut mich, dass wir helfen konnten. 21.000 Erfahrungen gekriegt. Warum schreiben alle zwei? Wenn es eine Entscheidung gibt, dann ist ab oben immer an 1, 2 und so. Und wenn ihr... Es ist einfach besser als zu sagen, ja, lüg sie an oder nein, lüg sie nicht an. Es ist einfacher eben zu sagen, okay, die obere Entscheidung ist 1, die untere Entscheidung ist 2. Wenn noch mehr kommen, ist es dann 3 und 4. Immer von oben abgerechnet. Und wenn es anders sein sollte, dass es links oder rechts oder so ist, sage ich, was 1 und 2 ist. Das ist einfach, damit der Chat schneller entscheiden kann. Und die meisten, oder die hier sind, wissen es oft. Deswegen. Valna, Elaine und Asuka erreichen Level 22. Die Magierin erreicht Level 21 und erlernt schwache Heilung 2. Twitch plays Vampire Dawn. Ja, bei mir spielen die alles. Also diese Entscheidung gibt es überall bei mir. Das soll so sein. Dann entscheide ich einfach. Ja, die Elras sind voll cool. Ich mag die auch. Hast du mal meinen Namen gehört? Ja, ein Walner. Nur Söldner ist leider abgefahren. Wir haben ja auch eine Vampirmagierin dabei. Ja? Also Level 20 in den Dreh? Ist okay, finde ich. Wir schlagen uns eigentlich soweit ganz gut. Der Zufluchtszauber ist wirklich... Der stackt wirklich hoch mit unserem... Mit unserem Level? Sehr merkwürdig. Gibt's mehr Geld? Na, nicht so wirklich. Ihr Meister, eure Steuereinnahmen. Mal gucken, ob wir unten jemanden foltern können. Wir haben hier eine neue Burg eingenommen. Ich habe noch gar nicht geguckt. Aber unser einen, den wir foltern können, der ist auch noch nicht ausgefoltert. Sonst würden wir sagen, wir würden keine Informationen mehr aus dem rauskriegen. Aber wir haben nur den einen Soldaten da drin. Naja gut, da musst du halt herhalten. Komm ran, komm. Wir brauchen Informationen. Tut mir auch leid. Aber so läuft das Leben. Denn wenn ich etwas wissen will, was ich gar nicht weiß, oder wenn ich etwas wissen will, obwohl du gar nichts weißt, ist das Foltern immer natürlich die bessere Methode. Also, bitteschön. So, wir machen jetzt eben noch ein bisschen Folterei und dann werde ich gleich mal eine Pause machen und das Game wechseln auf den wunderbaren Horrortitel. Wenn ihr mögt, habt ihr natürlich eingeladen, dabei zu bleiben. Sonst werden wir erstmal eine Runde foltern. Kennst du ihn gut? Nein, ich kenne Malix nicht gut. Ich habe ihn angeschrieben. Ich meine, mein Nickname ist Ustra normalerweise. Aber übrigens, ich bin Michael. Für alle, die mich nur als Ustra kennen. Ich finde Ustra übrigens schöner. Hast du das Secret Gold? Habe ich. Wir hatten nur E-Mail-Kontakt. Also ich kenne ihn nicht gut. Auch wenn mein Name darauf anders schließen würde. Aber er hat gesagt, alles ist gut. Und ich darf das spielen und er freut sich auf den dritten Teil und er freut sich, dass er bla und ich weiß, er hat zu meinem Nickname nichts gesagt. Schade eigentlich. Jetzt rede, du Wurm. Nein, ich, ja. Den brauchen wir wohl nicht länger zu foltern. Dang it! Ich hab doch so viel Spaß daran. Na gut. Alex hat noch ICQ. Gut, 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 gut. Der arme Mann. Clam Falls habe ich übrigens auch hier. Dreamland auch. Dreamland habe ich nicht hier. Würde ich gerne aber wieder runterladen. Weil ich die ganzen Sachen gerne zocken würde. Clam Falls, den ersten Teil habe ich hier. So. Achso, nee, mit ihm wollte ich gar nicht reden. Der hat nichts Neues. Wir haben keine neuen Kinder der Apokalypse befreit. Aber ich möchte hier hin. Ein Speicherstein. 300 irgendwas Filar. Nicht unbedingt viel. Oh, das Teil ist erstellt. Cool.
Na gut, das war unser Abenteuer heute von Vampire's Dawn. Ich hoffe, ihr hattet alle viel Spaß. Ich hatte mindestens ein oder zweimal nicht viel gesehen, weil ich Tränen in den Augen hatte. Woran es liegt, weiß ich nicht genau. Es muss wohl der Wind gewesen sein. Ein sehr männlicher Wind. Vielen Dank, dass ihr jetzt bei Vampire's Dawn reingeschaltet habt. Ihr wisst, wie Unterstützung funktioniert. Da muss ich nichts mehr zu sagen heute zumindest. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Kommt einfach mal live vorbei. Die Stimmung ist, ihr seht, immer gut im Chat. Bis zum nächsten Mal. Ciao. So.